Als Kardinal Ratzinger Papst wurde, titelte die Bild-Zeitung: Wir sind Papst. Als die Uni Bremen zur Exzellenzuniversität erklärt wurde, hing ein riesengroßes Transparent an der Universität Außenwand: Wir sind Exzellent. Derselbe Geist in beiden Fällen, gleich die ganze Universität vom Hausmeister über die Schreibkräfte bis hin zu den Studierenden zum Jubeln verhaftet. Die ganze Stadt war gleichzeitig auch mit gemeint, an allen Ausfallstraßen riesengroße Plakate, ihr habt die wahrscheinlich alle gesehen, Jubel über die Exzellenzuniversität, und der Rektor soll einen Orgasmus nach dem anderen bekommen haben. Die Frage ist, auf welche Leistung ist man da eigentlich so stolz? Worüber sollte man da jubeln? Das ist die erste Frage, die sich mir stellt. Es gab aber natürlich auch Kritik an dieser Einrichtung oder an dieser Auszeichnung. Ich habe 4 Kritikpunkte zusammengetragen. Der erste Punkt war, die Geisteswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften seien total vernachlässigt worden in dieser Exzellenzinitiative. Der zweite Punkt war, die Auswahl sei total ungerecht. Der dritte Punkt hieß, die Lehre sei vernachlässigt worden. Das sind alles 3 Formen der Kritik, die eigentlich überhaupt nichts gegen die Auszeichnung hatte, sondern bloß beklagte, dass die Art und Weise, wie sie vergeben worden ist, zu Klagen Anlass gab. Eine etwas prinzipiell erscheinende Kritik gab es auch von linken Studierenden. Die haben gemeint, dass mit der Einrichtung der Exzellenzinitiative die Freiheit der Wissenschaft nun endgültig am Ende sei, weil das Kapital Einfluss auf die Uniforschung nehmen würde. Wie heißt es? Die Verwertungszwänge würden die Wissenschaft bestimmen. Das heißt also, 2 Fragen will ich behandeln. Erstens, auf welche Leistung soll man denn da so stolz sein? Und zweitens, was ist von der Kritik zu halten? Trifft sie was oder trifft sie nichts? Das will ich in 5 Punkten machen. Die sage ich mal am Anfang, damit ihr ungefähr wisst, wo ich jeweils bin. Der erste Punkt ist, was hat es mit dieser Exzellenzinitiative eigentlich auf sich? Nach Programm, nach Zweck, nach Programm, nach Auswahlkriterien. Das zweite ist, ich will die besondere Auszeichnung, die Bremen bekommen hat, diesen Bremer Cluster, wie es da hieß, besonders würdigen. Drittens will ich die Frage stellen, was sich eigentlich durch die Einrichtung dieser Exzellenzinitiativen, die jetzt schon über einige Jahre läuft, an der Hochschullandschaft insgesamt verändert hat. Der vierte Punkt wird sich dann vor allen Dingen mit der letzten Kritik, Freiheit der Wissenschaft sei gefährdet bzw. sei denaturiert, besonders befassen. Was heißt das eigentlich, Freiheit der Wissenschaft? Und im letzten Punkt will ich nochmal eine besondere Form der Zusammenfassung machen, die so ein bisschen anknüpft an den Titel des heutigen Vortrags: Wissenschaft als Waffe in der Standortkonkurrenz. Das sind die 5 Punkte. Was hat es mit der Exzellenzinitiative auf sich? In die Amtszeit von dem damaligen Kanzler Schröder fiel dieses Programm zur Schaffung von, wie es zunächst genannt wurde, Elite-Universitäten. Der Begriff Elite-Universität hat den Genossen nicht gepasst, weswegen sie ihn dann schnell geändert haben in Exzellenzinitiative, aber das Programm ist dasselbe geblieben. Schröder hat in seiner Regierungserklärung das folgendermaßen begründet, ich zitiere: Wenn wir oben bleiben wollen, wenn wir Spitze bleiben wollen, wer jeweils wir ist, ist glaube ich klar, wenn wir Spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, dann müssen wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren und wir müssen es jetzt tun. Regierungserklärung 2005, deswegen dringend Elite-Universitäten bzw. diese Exzellenzinitiative. Sein damaliger Umweltminister Jürgen Trittin, der jetzt ja Vizekanzler werden will, erläuterte das Konzept unmittelbar danach in einer Talkshow mit Sabine Christiansen, ich sehe es noch vor mir, sehr anschaulich. Da sagte er, es sei also ein nicht auszuhaltender Skandal,
dass eine japanische Autofirma, das erste fertigungsreife Hybridauto auf den Markt gebracht habe, eine japanische und nicht eine deutsche, nicht BMW, Daimler-Benz, VW, sondern Toyota. Das ginge nicht, deswegen bräuchten wir dringend Elite-Universität. Der dritte Punkt, das dritte Zitat, stammt von Merkel, das ist neueren Datums, die stößt in dasselbe Horn. Zitat: Was vielen einmal selbstverständlich erschien, nämlich dass Deutschland ein Land der Nobelpreisträger, der Ideen und der neuen Produkte war, dass bahnbrechende Erfindungen in Deutschland nicht nur getätigt, sondern anschließend auch umgesetzt wurden, das ist heute nicht mehr selbstverständlich, muss es aber wieder werden, deswegen Elite-Universität. Was haben die drei da ausgesagt? Alle Zitate leben in unterschiedlicher Fassung von einer kritischen Bestandsaufnahme der ökonomischen, der Weltmarktrolle Deutschlands. Diese kritische Bestandsaufnahme fast listet Mängel auf, die allerdings merkwürdig sind. Denn sie folgen einem ausgesprochen komfortablen, um nicht zu sagen luxuriösen Maßstab, den ich folgendermaßen erklären möchte. Sie sagen, eine Spitzenposition in der Weltwirtschaft soll von uns nicht etwa angestrebt werden, sondern Sie reden von einer erreichten Spitzenposition und die soll gehalten werden gegenüber der Konkurrenz. Also eine führende Rolle in der Weltwirtschaft soll erhalten und ausgebaut werden durch diese Exzellenzinitiative. Und Trittin stellt klar, dass dies eine Konkurrenzaffäre mit allen anderen Weltmarktmächten ist. Es kann nicht sein, das ist nochmal der Maßstab, dass Deutschland in Sachen Technologie hinter Japan, einem konkurrierenden Land in Sachen Autoindustrie, zurückfällt. Das sei ein nationaler Skandal. Gemessen an Japan dürften wir nicht zurückfallen. Schöner Maßstab. Und Merkel schließlich, ihr Maßstab so formuliert, Merkel hat die Schnauze voll, dass Deutschland immer nur für Frieden und Kunst und ähnlichen Schnickschnack Nobelpreise erhält. Das muss mal aufhören. Nobelpreise gehören sich für Naturwissenschaft, für Biologie und ähnliche Sachen. Und zwar nicht nur wegen des Ansehens für deutsche Wissenschaft, sondern weil, das verspricht sie sich davon, so eine Auszeichnung zugleich, und das verspricht sie sich korrekt, gleich übersetzt wird in bahnbrechende Erfindungen für Deutschland und seine Spitzenposition. Das ist der Maßstab, der da angelegt wird und der verrät, dass es Deutschland nicht macht, unter einer Wirtschaft, unter einer Nationalökonomie, die auf höchstem Niveau in Konkurrenz zu den Weltmächten Erfolge einfährt und dabei bestrebt ist, die meisten Konkurrenten hinter sich zu lassen. Dieser Maßstab und seine Ausführungen verraten aber noch ein bisschen mehr. Verraten nicht nur den Luxus dieses Maßstabs. Sie verraten, dass hier ganz selbstverständlich Wissenschaft ausschließlich als Mittel für weltweite ökonomische Erfolge eingeordnet wird. Ganz selbstverständlich sagen Sie in diesen drei Zitaten, die diese Neuordnung im Wissenschaftsbereich begründen soll, besteht die zentrale Aufgabe von Wissenschaft im Dienst an nationaler Wirtschaft, im Dienst daran, Leistungen zu bringen, nationales Wachstum zu befördern, und zwar so, dass darüber zugleich Ansehen und politische Machtentfaltung vorangetrieben wird. Um das nochmal zu unterstreichen, das Ganze nochmal negativ gesagt, von Wohlstand, von besseren Lebensverhältnissen aller Bürger als Resultat der Umsetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis ist hier nicht gedacht. Selbstverständlich ist so etwas nicht. Bei jedem mittelafrikanischen oder überhaupt afrikanischen oder auch mittelamerikanischen Staat
Wäre diese Zielsetzung, die da formuliert worden ist, mit diesem Maßstab geradezu albern? Denn der unmittelbare Zusammenschluss, der hier formuliert wird, der unmittelbare Zusammenschluss von Spitzenforschung und ökonomischer Spitzenstellung, also von Resultaten des geistigen Umgangs mit Natur und Gesellschaft und Wachstum durch den Weltmarkt, von dem hier ausgegangen wird, von dieser Zusammensetzung, das setzt in der Tat, so daherzureden, das unmittelbar zu verklammern, setzt einiges voraus. Das muss man sich mal klar machen. Erstens setzt es voraus, dass Deutschland über einen nationalen Wissenschaftsbetrieb verfügt, der sich bereits auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung befindet. Nur wenn es dies bereits als diesen Unterbau gibt, können solche Ansprüche überhaupt formuliert werden. Das ist erstens. Deswegen mein Vergleich eben mit einem afrikanischen Staat könnte sowas überhaupt nicht formulieren, ohne sich zu blamieren. Zweitens, damit aus Spitzenforschung Wachstumserfolge werden können, diese merkwürdige unmittelbare Verbindung, braucht es bereits ein nationales Kapital, braucht es nationale Multis. Das heißt, es braucht Kapitale einer Größenordnung, die für Forschung und Entwicklungsergebnisse überhaupt da sind, die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse überhaupt in Geschäftsmittel umsetzen können. Das geht gar nicht ohne diese Sorte von Multis. Das geht nicht mit kleinen Betrieben, sondern das geht nur mit Großbetrieben wie Siemens, Bayer, VW, Daimler-Benz und überhaupt, die über Kapital verfügen, die auch über eigene Entwicklungsabteilungen größeren Ausmaßes verfügen. Das ist vorausgesetzt in diesem unmittelbaren Zusammenschluss von Spitzenforschung dient Wirtschaftswachstum. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, an welche wissenschaftlichen Leistungen ist da eigentlich gedacht, wenn von Spitzenleistungen, von Leuchttürmen der Wissenschaft die Rede ist? Es ist zunächst überhaupt kein großes Geheimnis, woran da gedacht worden ist oder gedacht wird. Es ist daran gedacht, neue, bessere Produkte, denk an Elektronik und Ähnliches, und neue und bessere Produktionsmethoden, also automatische Fertigungsstraßen, Roboter und so weiter und so fort. Daran ist zunächst gedacht. Das ist kein großes Geheimnis. Was ein bisschen größeres Geheimnis ist, ist, wie daraus die aus neuen, besseren Produkten und neuen, besseren Produktionsmitteln eigentlich Geschäftsmittel werden. Geschäftsmittel, die den kapitalistischen Multis Weltmarktvorsprünge bescheren. Denn bessere und neue Produkte, bessere und neue Produktionsmittel bringen für sich überhaupt keine Profite. Die stellen sich nicht als Resultat geistiger Arbeit ein, sondern die stellen sich überhaupt nur als Resultat der Senkung der Preise, vor allen Dingen der Kostpreise der Waren, mit denen diese Multis auf dem Weltmarkt ihr Geschäft machen. Alle schönen Erfindungen, die Menschen das Leben innerhalb und außerhalb der Arbeit leichter und bequemer machen können, die auch die Arbeit leichter und bequemer und kürzer machen können, taugen kapitalistisch, das ist damit ausgesprochen, nur etwas, wenn mit ihnen Waren zu Kostpreisen erstellt werden können, die die Konkurrenz auf dem Weltmarkt unterbieten. Das heißt, die gewünschten Ziele, die von der Exzellenzinitiative gewünschten Ziele, stellen sich nur ein, wenn Resultate geistiger Arbeit dazu taugen, Lohnarbeit kapitalistisch produktiver zu machen, sprich permanent den Anteil der Lohnkosten an den Stückkosten zu senken mit lauter Methoden, die ich nicht näher ausführen, sondern nur benennen will. Da ist erstmal die unmittelbare Lohnsenkung, da sind Rationalisierungen, da sind Rationalisierungsentlassungen, längere verdichtete Arbeitszeit und so weiter.
Also alle Resultate geistiger Arbeit sind hier vorgesehen als Effektivierung der Ausbeutung von Lohnarbeit. Als Mittel der Ausbeutung von Lohnarbeit haben sie sich zu bewähren und als nichts anderes. Der alte Marx hat das mal im K1, im ersten Band des Kapitals, so formuliert, das ist ein Lieblingszitat von mir, ich lese es mal vor. Da sagt er, er stellt fest, dass die Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch angewandt den Arbeitstag verlängert. An sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisch aber angewandt ihre Intensität steigert. An sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den Reichtum der Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt sie allerdings verpaupert. Das heißt aber, ganz selbstverständlich geht die Politik, die diese Exzellenzinitiative mit dem genannten Zweck fordert, in ihren nationalen Defizitanalysen von einer Produktionsweise aus, deren Zweck eben Wachstum durch Profit notwendigerweise Arbeitskräfte ruiniert, Arbeitskräfte verarmt, Arbeitskräfte zu Anhängseln von kapitalistisch angewandter Naturkraft macht, und zwar mittels des Einsatzes von Spitzenwissenschaft. Das sprechen Sie aus in den Begründungen, und ich erinnere nochmal an die ersten drei Zitate, ganz ohne ein Leider, ganz ohne irgendeine Legitimation über erfundene Sachzwänge, dass man es machen müsste, dass man leider nicht drum herum komme und so weiter. Es kommt Ihnen gar nichts anderes in den Sinn, wenn Sie an Wachstumserfolge der Nation auf dem Weltmarkt gegen die Konkurrenz denken. Wenn Sie diesen Zusammenhang von Wissenschaft und Wirtschaft dafür instrumentalisieren wollen, als mit der Arbeit so zu kalkulieren, ohne sie direkt anzusprechen. Und schon gar nicht kommt es Ihnen in den Sinn, welches vernichtende Urteil Sie damit eigentlich über diese Produktionsweise gesprochen haben, die Wissenschaft nur als Mittel der Ausbeutung einsetzt, wenn sie taugen soll für den Reichtum des Kapitals. Dieser Zusammenhang von Wissenschaft im Dienste an der kapitalistischen Ökonomie unterstellt aber noch etwas, und zwar ebenfalls als ganz selbstverständlich, was bei näherer Betrachtung ebenfalls so selbstverständlich nicht ist. Wenn Spitzenwissenschaft als Geschäftsmittel taugen soll, das heißt Konkurrenten mit Kostpreissenkungen aus dem Felde schlagen soll, dann muss Wissenschaft nicht nur Geschäftsmittel sein, sondern muss Wissenschaft als Konkurrenzmittel erfolgreich sein. Als taugliches Konkurrenzmittel sind dann Resultate von Forschung und Entwicklung gedacht. Und das heißt nichts anderes, als dass Forschung und Entwicklung als exklusive Instrumente nationaler Kapitale eingesetzt werden. Ich erinnere an der Stelle, ich will das nicht groß ausführen, an das Teach-In, an den Vortrag, den wir hier vor einiger Zeit hatten über geistiges Eigentum. Da ist es begründet, ich will nur noch ganz kurz darauf verweisen, welcher Gedanke eigentlich jetzt fällig ist. Wenn man sagt, Wissen ist jetzt nicht nur tauglich als Geschäftsmittel gedacht, sondern als Konkurrenzmittel gedacht. Das heißt, Wissen, jede neue Erkenntnis über Natur und Gesellschaft, die ist ja von sich aus gar nichts Exklusives. Schon gar nichts Exklusives für Kapital bzw. für politische Zwecke, denen Wissenschaft subsumiert wird. Naturgesetze allgemein taugen allgemein, sind allgemein anwendbar, das heißt immer und überall und von jedem im Prinzip zu benutzen.
Das ist der Witz der Allgemeinheit von Naturgesetzen. Wenn Wissen für die Zwecke des kapitalistischen Zwecks eingesetzt wird, dann muss dieses Wissen, das ist der Hinweis auf die Exklusivität als Konkurrenzmittel, gegen ihre allgemeine Natur monopolisiert werden und wird es auch. Ich erinnere an den Spruch von dem Trittin, der das in seiner grünen Anschaulichkeit vorträgt. Trittin hat ja gerade beklagt, dass die japanische Autoindustrie bestimmte wissenschaftliche Vorsprünge exklusiv genutzt hätte. Sie waren die Sieger im Monopolisierungswettbewerb bei Hybridautos. Und das, sagt er, sei nicht hinzunehmen. Das, sagt er, hätte eigentlich umgekehrt sein müssen. Er ist deswegen auch, ich kann es nur mal so sagen, weit entfernt von dem Gedanken, den man ja an der Stelle auch haben könnte. Man feststellt, die Japaner haben dieses Zeug da erfunden. Da könnte man ja auch sagen, klasse, die Japaner haben das entwickelt. Dann müssen die hiesigen Autobauer, die hiesigen Technologen das nicht mehr tun. Dann können sie einfach das Wissen der Japaner und deren Technologie übernehmen und hier sich konzentrieren auf den Bau schadstoffarmer und energiefreundlicher Autos. Wenigstens wird das ja von denen behauptet. Genau umgekehrt denkt der Trittin, neue Ideen und Produkte gehören nicht nur entwickelt, sondern gehören exklusiv für nationale Erfolge reserviert und für Deutsche in deutschen Betrieben exklusiv umgesetzt. Also Wissen als Mittel der Konkurrenz bedeutet exklusive Nutzung eines Wissensvorsprungs gegen die Konkurrenten, und zwar möglichst lange und möglichst ausschließlich. Und schließlich soll noch auf ein drittes verwiesen werden, was ebenfalls der deutschen Politik in diesen drei Eingangszitaten als ganz selbstverständlich gilt. Ich habe zwischendurch schon davon gesprochen, ich will es aber nochmal extra betonen. Alle Erfolge deutscher Multis, also privater Großkapitale, sollen nicht nur als privater Nutzen dieser Kapitale verbucht werden, sondern sollen als nationaler, als deutscher Nutzen bilanziert werden. Der Profit, der mittels neuer Spitzentechnologien zustande kommt, soll sich in nationale Wachstumserfolge niederschlagen. Wissenschaft im Dienst vom Kapital ist also Geschäftsmittel. Als Geschäftsmittel tauglich nur, wenn es erfolgreiches Konkurrenzmittel ist. Und jetzt auch noch, das ist der Schlussausbau der dritten Selbstverständlichkeit, als nationale Standortressource festgehalten. Wissen soll über die Erfolge der Kapitale nationales Kampfmittel gegen und auf Kosten anderer Staaten sein und vorangetrieben werden. Es ist keine Frage, dass bei dieser dritten Bestimmung Wissenschaft als Standortressource, dass da und dass deswegen vom Staat einiges gefordert ist. Und genau dieser Aufgabe hat er sich ja mit der Exzellenzinitiative gestellt. Deswegen jetzt neben dem Zweck der ganzen Sache Näheres zu ihrer Durchführung. Wie will der Staat diese Funktionen, diese drei Funktionen von Wissenschaft, von Forschung und Entwicklung über die Schaffung dieser Exzellenzinitiative herstellen? Das nur sachlich dazu, die läuft jetzt gerade, hat jetzt gerade ihre zweite Runde hinter sich, hat 2007 begonnen und soll 2015 auslaufen. Wie will der Staat das hinkriegen? Ganz schlicht macht er das. Das Programm heißt Konkurrenz der Wissenschaftler um Geld. Das ist alles. Ganz schlicht.
Das heißt, auch in Zeiten knapper Haushaltskassen gibt es für Unis mit solchen Exzellenzclustern, wie sie dann heißen, gutes staatliches Geld. Bremen als einer der 11 Sieger der zweiten Runde erhält zum Beispiel auf 5 Jahre 98 Millionen Mark für Euro für ihre Prämierung. Übrigens, das ist so geregelt, dass davon das Land Bremen 25% tragen muss und 75% der Bund. Diese Regelung, Konkurrenz um Geld, das ist der Weg, auf dem sich die Wissenschaftler bewerben sollen, heißt also, dass der Staat sich nicht darauf verlässt, dass die, wie es bisher war, freie Forschungsentscheidung der Wissenschaftler über das, was sie forschen wollen, wie sie forschen wollen, dass diese freie Entscheidung der Wissenschaftler bereits jene Konzentration auf eine Forschung, die genau das erreichen soll, nämlich Standortressource hervorbringt, auf die es der Politik ankommt. Diesen Zweck will er also mit diesem über Geld vermittelten Sachzwang, den die Konkurrenz nun mal darstellt, durchsetzen. Nur wer in der von ihm eingerichteten Wissenschaftskonkurrenz, die diese Exzellenzinitiative ist, ausgewählt wird, siegt, bekommt dann jene Mittel, ohne die heute entwickelte technologische Forschung überhaupt nicht mehr geht. Wer nicht gewinnt, guckt in die Röhre, guckt finanziell in die Röhre. Und das heißt, es ist ein erster wichtiger Schluss, diese Konkurrenz um die finanziellen Mittel der Forschung entscheidet damit nicht nur zwischen Sieger und Verlierer, das ja sowieso, sondern vor allem auch darüber, welche Forschung ab sofort als gesellschaftlich nützlich gilt und welche als gesellschaftlich nicht so nützlich oder sogar nicht nützlich gilt. Das bedeutet zwangsläufig ein Umdenken innerhalb der Wissenschaftlergilde. Das setzt für die Wissenschaftler neue Maßstäbe in Sachen Nützlichkeit ihrer Forschung, ihrer Wissenschaft. Nur wer sich mit Projekten, die unseren Standortzwecken dienen, gegen andere durchsetzt, hat Anspruch auf Forschungsmittel und darf sich das Etikett anheften, zu den national nützlichen Forschern zu zählen. Von wissenschaftspolitisch höchster Stelle in diesem Auswahlverfahren dazu auserkoren. Das ist das Programm und zugleich schon das Zentrum des Verfahrens. Die Auswahlkriterien, die jetzt in dieser Konkurrenz ums Geld angelegt werden, also wer mit welchem Projekt in die engere Auswahl kommt, liegen eigentlich mit dem Zweck, den ich am Anfang genannt habe, auf der Hand. Es kann also nicht verwundern, dass zunächst mal von den 43 Projekten, die in die engere Auswahl gekommen sind, 37 naturwissenschaftliche Projekte aus allen Bereichen der Naturwissenschaft, Mathe habe ich jetzt mit dazu gerechnet, sind. Darunter natürlich besonders solche, die dieses schöne Etikett Zukunftstechnologien tragen, Zukunftstechnologien, zu denen die in dieser Hinsicht ja wohl sehr kompetente Kanzlerin, ich zitiere, IT-Technologien zählt, Bio, Nano, Raumfahrttechnologie, die Gesundheits-, Energieforschung sowie Sicherheit, Umwelt und Mobilität. Ich habe mich gefragt, was sie eigentlich mit Sicherheit meint. Unter Sicherheit, habe ich dann herausgefunden, versteht Merkel, nein, nicht gleich Rüstung, sondern Verkehrs- und Grenzsicherheit und Sicherheit im Cyberverkehr. Wobei, um das nur mal an einem Beispiel zu nehmen, Verkehrssicherheit, Sicherheit auf der Straße, in der Luft und auf dem Meer, ebenso wie die Raumfahrttechnologie, aber auch eigentlich alle anderen Technologien, die ich gerade eben genannt habe, die zu den Zukunftstechnologien gehören, jede Menge
Resultate enthält, die diese berühmte Dual-Use-Eigenschaft haben. Das heißt also für zivile und Rüstungsprojekte gleichermaßen tauglich sind. Einfach nur nochmal, Verkehrssicherheit ist nicht so auf der Hand. Wer ein Sicherheitssystem für die Luft entwickelt, um dort, wie es heißt, Unfälle in der Luft, von mir aus auch auf dem Meer und sonst auf der Straße zu vermeiden, der wird wohl auch mit diesem Sicherheitssystem, das Unfälle vermeiden soll zwischen erlaubter und unerlaubter Benutzung des Luftraums beziehungsweise zwischen freiem Feind und Freund im Luftraum unterscheiden können. Und das ist ja auch mit eine beabsichtigte Wirkung. Allerdings haben diese Zukunftstechnologien, genannten Technologien, immer den kleinen Widerspruch, dass sie gar nicht das für die Zukunftsforschung wünschenswerte, was man sich vorstellen könnte, was vernünftig wäre, bezeichnen, sondern das, was sich in der Zukunft erst in der Konkurrenz durchsetzt. Das heißt, die Kategorie Zukunftsforschung enthält immer so etwas wie eine Spekulation auf Konkurrenzresultate, die sich überhaupt erst in der Zukunft herausstellen. Das heißt natürlich für die Wissenschaftler, die ihre zukunftstechnologischen Projekte vorstellen müssen, dass sie in ihren Bewerbungen vorher wissen müssen, was sie noch gar nicht wissen können. Das kriegen sie offensichtlich hin und dann sind diese naturwissenschaftlichen Projekte, da ist alles dabei, was das Herz begehrt. Ich lese mal ein paar Titel vor, ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es klingt wahnsinnig zukunftstechnologisch. Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse. Multifunktionale Leichtbaustrukturen heißt ein anderes Projekt. Mikroskopie im Nanometerbereich. Naja, gut. Entzündungen an Grenzflächen. Das ist nicht Medizin, das ist was anderes. Integrierte Proteinforschung und so weiter und so fort. Also, 37 von 43 Naturwissenschaften. Jetzt komme ich zu meiner ersten Kritik, die hieß ja, Geisteswissenschaften werden unterbelichtet oder gar nicht berücksichtigt. Das stimmt so nicht, denn immerhin sind in der Endausscheidung 6 aus dem Bereich der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften vertreten gewesen. Eins stimmt allerdings, das kann man nicht sagen, dass die aus Orchideenfächern kamen oder Orchideenthemen hatten, sondern, das ist schon klar, diese 6 ausgewählten Bereiche haben sich auch den neuen Kriterien von Standortnützlichkeit unterworfen. Das wussten die Forscher, dass sie mit keinem anderen Projekt auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften reüssieren können. Schaut man sich die mal an, ich will mal nur ein paar nennen, klingt auch wunderbar. Frankfurter Wissenschaftler wollen über die, Zitat, Herausbildung normativer Ordnungen forschen und dabei das Schwergewicht auf die Frage nach einer, Zitat, gerechten Weltordnung angesichts knapper Ressourcen, des Klimawandels und kriegerischer Konflikte. So eine schöne Reihe. Ne? Knappe Ressourcen, Klimawandel und kriegerische Konflikte, alles irgendwie dieselbe Kategorie von Staatsproblemen. Das sind die Frankfurter. Konstanzer möchten über kulturelle Grundlagen von Integration herausfinden, wie dabei erstens Kultur, wiederum Zitat, als ein relationales, heterogenes Kräftefeld mit diffusen Grenzen statt als räumlich-historische Größe zu fassen ist. Und jetzt kommt was ganz Schönes. Und zweitens, den Begriff der Integration, sein Antonym, also sein Gegensatz, Desintegration als gleich ursprünglich zur Seite gestellt wird. Wow. Münsteraner Wissenschaftler interessieren sich sehr, ist mein letztes Beispiel, keine Bange. Münsteraner Wissenschaftler interessieren sich sehr für die Religion, wiederum Zitat, und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne, wobei sie genau beobachten wollen, wiederum Zitat, wie sich Fundamentalismen unterschiedlicher Prägung, ob islamistisch oder evangelikal, evangelisch, des politischen Raumes bemächtigen
und den säkulären Staat existenziell herausfordern. Das sind so drei Bereiche aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften. Ganz auf der Höhe der Zeit sind diese Gesellschaftswissenschaftler, das heißt auf der Höhe dessen, was sich dem deutschen Staat heute als Staatsprobleme, als seine Probleme nach innen und außen stellt. Wobei man feststellen muss, dass das natürlich alles Probleme sind, die er erstens selber hervorgerufen hat oder selber eingeleitet hat und sie dann als Resultat seiner Taten als seine Probleme definiert. Mal kurz durchgegangen. Erst lassen die Staaten es zu, dass die Umwelt versaut wird und Emissionen einen Klimawandel produzieren, und dann dürfen Gesellschaftswissenschaftler forschen, wie man damit im Angesicht knapper Ressourcen und kriegerischer Konflikte gerecht umgeht. Wobei gerecht heißt, Verursacher und Opfer haben sich gleichermaßen in der Schadensbewältigung zu beteiligen. Das ist dann gerecht. Oder das nächste Beispiel. Erst sorgen die Staaten dafür, dass Menschen auf dem Globus, überall dort, wo Multis ihren Reichtum abschleppen, nicht zu beißen haben, vertrieben und mit diplomatischer Unterstützung auch noch verfolgt werden. Und dann dürfen Geisteswissenschaftler und Gesellschaftswissenschaften hier über den Begriff der Integration forschen. Wow. Dem sein Antonym Desintegration gleich ursprünglich zur Seite steht. Meint ja wohl nichts anderes, wenn ich es mal ganz unwissenschaftlich, ich bin ja nicht mehr in der Universität, formulieren darf. Meint ja wohl, wer sich nicht integrieren lassen will, der wird eben gleich ursprünglich desintegriert raus. Alles. Oder, dritter Fall. Erst mischt der Westen den gesamten Nahen Osten auf, definiert ihn als strategische Energiereserve, sorgt mit Erpressung und Kriegen für passende politische Verhältnisse, und dann dürfen die Geisteswissenschaftler und Gesellschaftswissenschaftler erforschen, wie der Staat mit Fundamentalisten und terroristischer Gegenwehr immer gefasst als Religionsproblem umzugehen hat, damit der Staat nicht gefährdet wird. So geht's zu. Eindeutig auch hier der Staatsstandpunkt zu den Resultaten der von ihm angestellten innen- und außenpolitischen Schweinereien, das sind dann die sogenannten Probleme, definiert von vornherein die Fragestellung dieser geisteswissenschaftlichen Forschung. Und nur wer sich diesen Staatsstandpunkt stellt, sich die Probleme des Staates von vornherein macht und nichts anderes vorhat, als Auskünfte zu ergeben, wie man diese Probleme konstruktiv lösen kann, fällt unter gesellschaftswissenschaftlich nützliche Forschung. Nochmal anders gesagt, wer zu diesen Staatsproblemen als Wissenschaftler steht, wie vom Himmel gefallene oder wie auf der Erde natürlich gewachsene Verhältnisse und sie dann bloß noch technisch oder sozialtechnisch zu lösen verspricht, der bekommt Knete, was wiederum zur Illustration mal negativ formuliert heißt, was die Ursachen dieser Probleme sind, was die keine Probleme sind, sondern Resultate staatlichen Wirkens sind, fällt nicht unter diese Forschung. Nur, was stört den Staat daran, ist die einzige Frage, der sie sich widmen. Das sind die Kriterien, nach denen die überhaupt in die engere Auswahl gekommen sind, Naturwissenschaft und geisteswissenschaftliche Gesellschaftswissenschaft. Wonach wird jetzt innerhalb von diesen sortiert? Da gibt es Leistungskriterien, die sind auch schön. Da gibt es Leistungskriterien, die angelegt worden sind, und dann sind noch 11 übrig geblieben, darunter Bremen. Und es sind vor allen Dingen drei Kriterien, die da immer in Anschlag gebracht werden. Die heißen Leistungsstärke, Interdisziplinarität und internationale Sichtbarkeit. Internationale Sichtbarkeit. Naja, Auskünfte über den Gehalt dieser drei nicht gerade sehr konkret und trennscharfen Kriterien kriegt man überhaupt nur, wenn man sich näher in ihre Anwendung, also in ihre Operationalisierung hineinbegibt. Und da erfährt man dann eigentlich, wie erwartet, Folgendes.
Leistungsstärke als Kriterium angelegt an Wissenschaft, ist von dem ehemaligen Präsidenten der DFG, Winnecker, ganz schlicht formuliert worden als Marktbewährung. Marktbewährung und wirtschaftliche Relevanz. Zack, aus, das war's. Wer hätte das gedacht? Dass es immer nur um diese Leistung geht. Wichtig ist dabei allerdings festzuhalten, dass natürlich diese Marktbewährung und wirtschaftliche Relevanz sich überhaupt nur herausstellt, wenn die Forscher mit ihren Projekten sich bereits auf dem Markt bewährt haben, das heißt mit Unternehmen, das heißt mit kapitalgesponserter Forschung in Berührung gekommen sind. Das zweite Kriterium, Interdisziplinarität, ist nicht das, was wir mal in der Uni gemeint haben, Soziologie und Psychologie, Literatur sollen alle zusammenarbeiten. Nein, es ist ganz anders festgemacht. Das ist nämlich an der Verankerung des jeweiligen Projektes mit anderen staatlichen eingerichteten Wissenschaftsprojekten, also mit der Max-Planck-Gesellschaft, mit der Leibniz-Gesellschaft, mit dem Fraunhofer und so weiter. Oder auch durch Förderung schon durch den DFG über Drittmittel, das ist festgemacht. Das heißt also, Interdisziplinarität ist hier als Kooperation mit bereits eingerichteten, finanzkräftigen Forschungseinrichtungen definiert, setzt also, damit sie in die Endausscheidung kommen, Geld kriegen, bereits die Förderung voraus. Internationale Sichtbarkeit ist besonders lustig. Da werden dann englischsprachige Publikationen, ganz wichtig, zusammengezählt. Die müssen dann auch in weltweit renommierten Zeitschriften und nicht nur in dem Uni-Organ publiziert sein. Auftritte in internationalen Fachkonferenzen werden zusammengezählt. Und auch, was ganz wichtig ist, wenn man in englischsprachigen Publikationen zitiert wird, wird sofort rausgesucht und zusammengezählt. Das geht alles nach dem Motto, Anerkennung gebührt, und zwar auch finanzielle Anerkennung gebührt dem, der bereits mit seinen leistungsstarken, bewährten Projekten weltweite Anerkennung gefunden hat und das operational quantifiziert. Ja, wie auch sonst soll so etwas operationalisierbar sein, wenn es darum geht, diese Konkurrenz von Spitzenforschung um Geld zu entscheiden. Anerkennung erfahren, also vor allem solche Projekte, die bereits in der einen oder anderen Weise über Drittmittel, also fremdfinanzierte Forschung, Geld erhalten haben oder in privat und staatlich finanzierter Kooperation ausgebaut worden sind, mit Forschungsinstituten ihre Leistungsstärke bewiesen haben. Konkurrenz um Geld, um Forschungsmittel, basiert so gesehen bereits auf Konkurrenz siegen um Drittmittel und andere Forschungskooperationen. Anders gesagt, wer Geld für Forschung und Entwicklung vergeben kann, also Staat, Kapital und die entsprechenden Einrichtungen, der hat damit auch die Definitionshoheit über das, was gesellschaftlich nützliche Forschung ist, was als gesellschaftlich nützliche Forschung zu gelten hat. Per Geldvergabe wird über ihre Nützlichkeit entschieden, sag's nochmal, sachlogisch sehr konsequent, wo sich der Nutzen doch zugleich in der Mehrung von Geldreichtum des Standortes niederschlagen soll. Dies Verfahren hat die zweite am Anfang genannte Kritik auf sich gezogen. Die Kritik heißt, es walte hier keine Gleichberechtigung, sondern das sogenannte Matthäus-Prinzip. Wisst ihr, was das Matthäus-Prinzip ist? Ich zitiere Matthäus, Buch 25, Vers 29. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist Matthäus-Prinzip. Es ist allerdings eine etwas komische Kritik, die das gemessen an dem gerade vorgestellten Zweck durchaus sachgemäße Geldverteilung mit dem Ideal von Gleichberechtigung angreift.
Aber es handelt sich ja bei dem ganzen Verfahren nicht um einen abgehobenen Geldadel, der sich da sachlich ungeprüft einen Selbstbedienungsladen eingerichtet hat und da reingreift. Relevanz für den Standort muss von den Projekten schon vorgeführt werden und prognostizierbar sein. Und wie lässt sich diese Relevanz, ich habe es vorhin gesagt, besser belegen als durch das mit Geldmitteln bereits operierende Interesse, was Staat und Kapital an diesen Universitätsforschungen haben. Von daher muss man sagen, ist auch völlig klar, dass diese Sorte Wissenschaftskonkurrenz die Unterschiede in der finanziellen Ausstattung der einzelnen Institute reproduziert und verstärkt, die ihr bereits zugrunde liegen. Es wird folglich bei der Entscheidung des Wettbewerbs um die beste Forschung gemessen, was der Wettbewerb selbst immer jeweils herstellt. Das ist der Zirkel dieses Verfahrens, aber sachlogisch sehr korrekt. Die Kritiker müssen sich also überlegen, ob sie nur das Verteilungsprinzip mit seinen Kriterien für sich angreifen wollen. Nicht mal das haben sie richtig angegriffen. Dabei aber den Zweck der gesamten Exzellenzinitiative unkritisiert lassen. Oder ob ihnen vielleicht am Zweck irgendetwas aufstößt. Wenn das der Fall wäre, könnte es ihnen aber auch ziemlich egal sein, ob der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. Soweit mein Teil 1. Das ist das Programm und die Durchführung der Exzellenzinitiative. Jetzt zu Bremen. Bremen ist ausgezeichnet worden für 3 Elemente. Für die Graduiertenschule, die BICS, da will ich nichts weiter zu sagen. Dann ein Zukunftskonzept für den Wissenschaftsstandort der Bremer Uni. Und dieses Zukunftskonzept trägt den lustigen Titel Ambitioniert und agil. Ich glaube, das hat man deswegen so gesagt, damit man es nicht verwechseln kann mit gleichgültig und träge. Wäre ja auch blöd. Ja, und dann eben die 3. Abteilung, dieses Projekt Marum. Das ist der Hauptklopper, um den ich mich ein bisschen genauer kümmern will jetzt. Den will ich ein bisschen genauer vorstellen. Um was für ein Projekt handelt es sich da? Die Klärung dieses Projektes wird eine gute und eine schlechte Nachricht bringen. Die gute zuerst. Eine gute Nachricht ist es allerdings nur für Freunde der Zivilklausel des Wissenschaftsbetriebs, auf die sich die Bremer Uni inzwischen wieder so halbseitig verständigt hat. Denen kann man sagen, nein, um Rüstungsforschung handelt es sich bei dem Projekt nicht. Soweit die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Es handelt sich um Meeresforschung. Was ist daran die schlechte Nachricht? Zitat aus dem Projekt. Das Bremer Marum-Projekt entschlüsselt mit modernsten Methoden die Rolle des Ozeans im System der Erde, insbesondere im Hinblick auf den globalen Wandel. Es erfasst die Wechselwirkungen zwischen geologischen und biologischen Prozessen tief im Meer und liefert Beiträge für die nachhaltige Nutzung der Ozeane. Das ist das Programm, so wie es vorgestellt wird. Dabei stehen eine Reihe von konkreteren Fragen im Vordergrund, zum Beispiel: Wie beeinflusst der Ozean das Klimageschehen? Welche Rohstoffe lagern im Meeresboden? Lassen sich die großen Mengen von dort entdeckten Methanhydraten, heißt das Zeug, zur Energiegewinnung nutzen? Wie entstehen Tsunamis und wie kann man vor ihnen warnen? Und so weiter. Lauter Fragen, die zunächst mal gänzlich harmlos erscheinen. Ja, was soll man auch gegen Frühwarnsysteme, gegen Tsunamis haben, was soll man haben gegen die Frage, wie sich Methanhydrat zur Energiegewinnung nutzen kann und so weiter. Allerdings stellt sich, wenn man das ein bisschen näher sich anschaut, von vornherein nicht die Frage, was man eigentlich mit diesen Forschungsergebnissen machen kann.
Das unterstreiche ich bei der Frage mal das Mann. Was man mit den Forschungsergebnissen machen kann. Die Frage stellt sich nicht. Und zwar stellt sie sich deswegen nicht, weil die potenziellen Nutzer längst feststehen und feststanden, bevor Marum überhaupt eingerichtet, gefördert und ausgezeichnet wurde. Bei dieser Sorte Spitzenforschung, wie sie im Marum verkörpert ist, ist nämlich zuvörderst nicht daran gedacht, das war ja die erste Abteilung, die ich vorher erklärt habe, dass mit ihrer technischen Umsetzung den Kapitalisten neue Konkurrenzmittel, neue Produkte, neue Produktionsmittel an die Hand gegeben werden. Es handelt sich vielmehr um Fragen ganz anderer Natur. Es handelt sich um Fragen wie, lässt sich mit Methanhydraten die nationale Energieversorgung verbessern? Lässt sie sich unabhängiger von fremden Lieferanten gestalten? Welche Rohstoffe liegen unter den Polklappen? Wie werden welche Küsten durch Klimawandel beeinflusst? Und das sind Fragen, die von nichts anderem leben, als von vornherein von staatlichem Interesse leben. Das Mann, wie kann man das nutzen? Das läuft hier von vornherein auf die Staaten oder den Staat hinaus, durchgeführt mal und gezeigt. Attraktives Methan auf dem Meeresgrund. Welche Frage wirft das auf? Das wirft sofort die eine Frage auf. Welcher Staat darf das abbauen, darf das nutzen? Und das heißt sofort, die nächste Frage liegt auf dem Tisch. Wo verlaufen eigentlich auf dem Meeresgrund die nationalen Grenzen, die diese Frage des erlaubten Zugriffs regeln? Es werden also von vornherein über die Frage, was macht man mit den Resultaten, nicht klar entschiedene Hoheitsfragen aufgeworfen. Ich zitiere nochmal aus einem anderen Papier, wo das in der entsprechenden Sprache ausgedrückt wird, ohne dass daraus ein Hehl gemacht wird. Die Klimaveränderungen in der Arktis sorgen in letzter Zeit für neue politische Ansprüche. Ja, genau das ist das, was ich eben angesprochen habe. Da das fehlende Eis, Rohstofferkundungen und eine spätere wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen wie Erdöl und Erdgas ermöglicht. Wo gilt auf dem Meeresgrund zum Beispiel das nationale Gewaltmonopol? Das sind Streitfragen zwischen Staaten allererster Güte. Allererster Güte. Wo es um Gewalt geht, wie weit reicht sie, wie weit habe ich mit meinem Gewaltmonopol das Recht des Zugriffs, wo darf der andere mir das bestreiten und wo nicht, sind heftigste Fragen. Das ist die Frage der Reichweite ihrer Gewalt gegeneinander auf dem Lande genauso wie auf dem Meeresgrund. Und diese Streitfragen zwischen den einschlägigen Nationalstaaten, die werden auch inzwischen schon permanent nicht nur aufgeworfen, sondern in dieser und jener Form ausgetragen. Die Frage, wem gehört zum Beispiel die Arktis, gilt hoheitsrechtlich als immer noch ungeklärt. In Klammern gesprochen, überlegt euch mal, wie da eigentlich dann die Klärung ginge. Wo es kein übergeordnetes Rechtsinstitut gibt, das sagt, ich entscheide, wo die Grenzen sind. Russland, Norwegen, Dänemark, die USA und Kanada streiten sich heftig, wer denn die Hoheitsrechte da hat. Und die Russen haben, das ist ja durch die Presse gegangen, sehr öffentlichkeitswirksam mit einem russischen U-Boot auf dem Meeresboden die Flagge Russlands, also das Hoheitssymbol, reingesetzt. Und das heißt was, wenn sie das machen? Das heißt, das ist unser Zuständigkeitsbereich und wehe, uns kommt uns da ein anderer Staat in die Quere. Anderes Beispiel, im Bereich der kanadischen Nordwestpassage, jetzt auch interessant durch die sogenannten schmelzenden Polkappen, wird das Zugriffsrecht Kanadas, das ist eigentlich hoheitsrechtlich dort einigermaßen verbürgt, von der EU, von USA und von anderen bestritten. Ich habe dazu in einem Infoblatt des Klett-Verlages für die Sekundarstufe 1 des Gymnasiums folgendes Material gefunden. Das ist interessant, da werden die Schüler gleich richtig eingenordet. Es heißt dort, genau zu diesem Fall, ein militärischer Eingriff durch Kanada wäre allerdings nicht möglich, da nur wenige Soldaten auf den arktischen Inseln stationiert sind.
Die Küstenwache besitzt lediglich eine kleine Flotte, aber bis 2014 sollen nach aktuellen Plänen der kanadischen Regierung 6 bis 8 bewaffnete Patrouillenboote hinzukommen. Damit soll die Souveränität Kanadas in der Arktis gesichert werden. Das ist der, da landet das. Das ist die Wahrheit über Marum und solche Projekte. Das heißt, jedes Forschungsergebnis von Marum, das irgendeinen nationalen Nutzen verspricht, ruft Politik, in Sonderheit Außenpolitik auf den Plan, Zugriffsrechte gegen die Konkurrenz durch andere Staaten müssen gesichert und müssen in Rechtsform gegossen werden, obwohl der andere kein anderes Mittel hat als man selber, nämlich nichts anderes als die Gewalt einsetzen, um diese Hoheitsrechte zu klären. Noch ein Beispiel, ich könnte es an der Klimaveränderung auch noch machen, ich will aber das Tsunami-Beispiel nochmal machen, was es eigentlich damit auf sich hat, weil das ja wirklich so harmlos klingt. Tsunami-Warnungen, Warnsysteme vor, was weiß ich, Indonesien oder sowas. Worum geht es da? Beispielsweise beim Schutz der gefährdeten Küsten Indonesiens durch Warnsysteme, worauf kommt es da an? Da kommt es vor allen Dingen darauf an, wer da schützt, von wem die Schutzsysteme sind. Und wenn es deutsche Schutzsysteme sind, dann ist das gut für die Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien. Dann hat Deutschland anderen Staaten in dieser Frage ausgebotet, eins voraus, und wird dann seinen Einfluss auf den geschützten Staat geltend machen. Schutz der Küste, Schutz der Küsten dieser Länder durch Systeme von imperialistischen Wissenschaftsstaaten hat also seinen Preis, wie immer der auch aussieht. Das wäre dieses Beispiel. Fazit. Die Marum-Forscher in Bremen oder Bremerhaven sind also nichts anderes als nationale wissenschaftliche Zuträger für den längst entbrannten und künftig heftiger werdenden Kampf von Großen und Großmächten um die Nutzung der Meere für nationalen Reichtum und nationale Sicherheit. Ein Kampf, an dem sich Deutschland nicht nur deswegen beteiligt, weil es einige Kilometer Küste hat. Meeresforschung betreiben auch Staaten, die überhaupt keine Küste haben, wie Schweiz und so weiter. Und es kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass diese Streitereien nicht wissenschaftlich ausgetragen werden. Kleiner Nachtrag noch, weil ich das angefangen habe mit guter und schlechter Nachricht. Also das war jetzt die schlechte Nachricht. Meeresforschung. Der Nachtrag heißt, es ist eben albern, allein mit der Sonde Rüstungsforschung auf den Wissenschaftsbetrieb loszugehen, Zivilklauseln zu fordern, deren geistige Leistungen überhaupt nur zur Anwendung kommen, wenn Geld und Staatsmacht, also Kapital und politische Herrschaft, ein Interesse an der Anwendung von Wissenschaft haben. Nur dann, wenn sie für Konkurrenz und Profit oder Weltmarkteinfluss nutzbar sind. Und es ist besonders albern, jeden Formen von Forschung dem Persilschein zivil zu verpassen, die wie Marum ihre Existenz überhaupt nur dem nationalstaatlichen Interesse verdanken, auch beziehungsweise gerade dort, wo Hoheitsfragen noch als ziemlich ungeklärt gelten, die Flagge zu hissen gegen die Konkurrenz. Marum ist ein ganz ziviles, typisch imperialistisches Projekt an der Universität und deswegen als Leuchtturm ausgezeichnet. Mein Kapitel 3. Es verhält sich nun nicht so, dass auf die existierende Universitäts- und Wissenschaftslandschaft diese Exzellenzinitiative einfach nur aufgepflanzt wird und der Rest so bleibt, wie er ist, mitnichten.
Die mit dieser Exzellenzinitiative initiierte Zuspitzung der Konkurrenz im gesamten universitären Wissenschaftsbetrieb, übrigens warum ich immer universitärer Wissenschaftsbetrieb sage und nicht nur Wissenschaftsbetrieb, wird sich gleich klären. Diese Zuspitzung hat ihre Konsequenzen für die gesamte Hochschullandschaft, und zwar in Forschung und Lehre. Und zum Teil pfeifen das die Spatzen auch schon von den Dächern, wenigstens in den Feuilletons und den entsprechenden Publikationen. Es verhält sich so: Die staatlich mit der Exzellenzinitiative initiierte Wissenschaftskonkurrenz will einerseits die Spitzenforschung vorantreiben, sie aber andererseits auch auf bestimmte Hochschulstandorte konzentrieren. Dem folgt immer auf dem Fuße ein Dementi des DFG, der DFG, Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das Dementi heißt, es gehe nicht in erster Linie darum, Forschungs- von Lehruniversitäten zu scheiden. Diesem Dementi ist alles Nötige zu entnehmen. Es stimmt, auch wenn es dem DFG nicht darum in erster Linie geht, diese Scheidung vorzunehmen, als Resultat stellt es sich allemal ein. Die Exzellenzkonkurrenz zeichnet eben nicht nur einmalige Spitzenforschung aus, sondern soll, dafür stand das Verfahren auch schon, was ich kritisiert habe, sondern soll dafür sorgen, dass kontinuierlich solche Spitzenergebnisse für deutsches Wachstum anfallen, die diesen Standort Deutschland voranbringen. Das setzt aber Kontinuität in der Forschung voraus, für die mit staatlichen Geldzuwendungen an die ohnehin schon am besten ausgerüsteten, gesponserten Institute gesorgt wird. Naja, und das sorgt fast automatisch dafür, dass die Universitäten weiterhin sortiert werden, beziehungsweise ein stattfindender Sortierungsprozess weiter radikalisiert wird. Ein stattfindender, das heißt mit Drittmitteln bereits eingeleiteter Sortierungsprozess weiter radikalisiert wird. Übrigens in der Regel, da wird kein Hehl draus gemacht, nach dem Muster der US-Unilandschaft sollen die Elite-Universitäten von denen geschieden werden, in denen der akademische Nachwuchs ausgebildet wird. Das hat Konsequenzen für das Personal des Wissenschaftsbetriebes. Wer was gelten will, muss an die neuen Elite-Unis. Entsprechend fallen die Berufungsverfahren in den Elite-Universitäten auch aus. Aber auch für die Lehre heißt diese Sortierung zwischen Lehruniversitäten und Forschungsuniversitäten einiges. Ich fange mal an mit der Lehre, die den Aufzug des Nachwuchses für die Leuchttürme betrifft. Was heißt es für die? Da hat man im Bereich von Deutscher Forschungsgemeinschaft und Wissenschaftsrat zum Beispiel darüber nachgedacht, dass dann diesen Exzellenzuniversitäten entsprechend ihren Bedürfnissen Zugang zu den Studierenden erlaubt werden soll. Das heißt, nach US-Vorbild wiederum sollen die Unis erstens ihre Studenten, alles Hochbegabte natürlich, selbst auswählen können. Zweitens, die Anzahl der Studierenden, die Zugang zu der exzellenten Lehre erhalten, sollen sie selbst festlegen können. Und drittens, auch das ist angedacht, das ist keine realisierte Regelung, angedacht, sollen die Exzellenzuniversitäten von den Studierenden, den Hochbegabten, Studiengebühren verlangen dürfen, die sich so nach dem, was bei der Jakobs-Universität verlangt wird, orientieren, 15.000 bis 22.000 im Jahr. Na, das ist klar, dass das auch innerhalb der Studienberechtigten nochmal kräftig durchsortiert. Wobei eins zu bedenken ist, das Muster der Sortierung zwischen den Studierenden heißt nicht, die weniger Zahlungskräftigen haben dann auch nicht das Recht des weiteren Studiums, sondern bei Hochbegabten, dem Nachwuchs für Spitzenforschung, hat man sich einen anderen Standpunkt zugelegt. Da
Da werden Hochbegabte, was das ist, will ich jetzt hier nicht erklären. Das ist auch eine Ideologie. Wir sind alle Hochbegabte, hier ist ja eh klar. Ist der Sachverhalt folgendermaßen, es soll bitteschön niemand aus diesem Bereich der Hochbegabten der nationalen Wissenschaft den Leuchtturm vorenthalten werden. In dem Bereich gibt es denn tatsächlich Stiftungen und von Betrieben ausgelobte Stipendien, vom Staat natürlich auch. Da ist also das Motto ohne Monos nichts los außer Kraft gesetzt worden. Zur Züchtung des hochbegabten Nachwuchs soll am schmalen Geldbeutel der Eltern nicht scheitern. Für die Ermittlung dieses Nachwuchses für die Leuchttürme sorgt unter anderem die gesamte Reform, die mit dem Begriff Bologna-Prozess charakterisiert wird. Also die Sortierung innerhalb der Universitäten nach Master, nach dem verkürzten, verschulten Bachelorstudium, das zunächst alle Studierwilligen Abiturienten absolvieren müssen, und dem darauf aufbauenden, für diejenigen, die sich im Bachelorstudium bewährt haben, darauf aufbauenden Masterstudium. In dem findet dann eine weitere Selektion statt, die Selektion der Hochbegabten für die Elite-Universität, diejenigen, die für die Promotion in Frage kommen und so weiter. Parallel dazu, das ist mir übrigens aufgefallen, hat sich der Büchermarkt für Studenten ein wenig geändert. Jetzt gibt es nicht mehr Bücher, die heißen Universitätsbluff hieß das, ne? Wo die Studenten gewarnt werden vor dem Bluff der Wissenschaft, oder Bluff der Wissenschaft, damals das Buch von Wolf Wagner, sondern jetzt gibt es Bücher, die heißen Garantiert erfolgreich lernen, wie sie ihre Lese- und Lernfähigkeit steigern. Oder gleich direkt Ratgeber Elite-Student. Wie werde ich besser als der Durchschnitt? 19,90 Euro lohnt sich die Anschauung. Aus dem, was ich jetzt darüber kurz angedeutet habe, wird klar, dass die dritte Kritik, die ich am Anfang vorgetragen habe, die Exzellenzuniversität würde die Lehre vernachlässigen, so nicht zu halten ist. Die Neugestaltung der universitären Lehre passt haarscharf zu der neu initiierten Konkurrenz im Bereich der Spitzenforschung. Die Lehre kommt nicht etwa zu kurz, wie es in der Kritik heißt. Hier liegt kein Versäumnis der Politik vor, wie die Kritiker meinen. Die Lehre soll vielmehr für die Masse der Studienbewerber zu kurz kommen, sprich gekürzt und damit leistungsintensiver werden. Warum, fragt sich der Staat bildungsökonomisch, warum alle Studierenden 10 bis 16 Semester studieren lassen, wenn das Ausland, unsere Konkurrenz, uns doch vormacht, dass für die meisten der gehobenen Jobs auch ein sechssemestriges Studium reicht, das erstens weniger kostet, das zweitens die Absolventen früher auf den Markt schickt, auf dem sie dann drittens länger verweilen und obendrein viertens, weil sie verkürzt ausgebildet sind, weniger kosten. Das ist die erste Abteilung. Und zweitens, sagt die Bildungspolitik, können wir doch vom Ausland auch lernen, dass die allererste Sortierungsverschärfung, die nach PISA bereits im allgemeinbildenden Schulwesen losgeht und in der Universität sich fortsetzt zwischen Bachelor und Master und innerhalb des Masters, dass diese durchgeführte und verschärfte Sortierung doch allererst die Besten der Besten, die wahre deutsche Elite für die Spitzenforschung, für die Leuchttürme und vielleicht sogar auch noch für den diplomatischen, politischen Nachwuchs hervorbringt. Diese Kritik
Lehre werde vernachlässigt, hält also, das ist richtig konservativ, an der alten Vorstellung fest, dass das Studium doch eine Eintrittskarte in die gesellschaftliche Elite sei und bleiben müsse. Und genau damit räumt die Bildungspolitik gerade rigoros auf. Diese Gleichsetzung, Studium gleich Eintritt in die Elite, findet nicht mehr statt. Da ist jetzt Schluss. Das heißt, dass die Bachelorstudenten dann entsprechend mit den Fachhochschulabsolventen konkurrieren müssen, dass die Fachhochschulkonkurrenten mit den Berufsschulabsolventen konkurrieren müssen und dass Abiturienten sich jedes Mal fragen, ob sie nicht zunächst mal mit einer Lehre sicher aufgehoben sind und damit den Absolventen der Berufsschulen Konkurrenz machen, ist inzwischen auch bekannt. Das heißt, mit der Zunahme der Zahl der Studierenden geht der Fahrstuhl in Sachen Arbeitsmarktchancen und das heißt immer Verdienst rigoros nach unten. Das freut natürlich die Abnehmer aus Politik und Ökonomie in allen Abteilungen der hierarchisch geordneten Berufswelt. Mein Teil 4. Und damit komme ich zur letzten Kritik, studentischen Kritik, von der ich gesagt habe, die sei ein bisschen prinzipieller ausgefallen als die ersten drei. Zur letzten Kritik an der Exzellenzinitiative. Anlässlich dieser geförderten Effektivierung der neu bestimmten instrumentellen Rolle von Wissenschaft durch Drittmittelforschung, Drittmittelförderung und Exzellenzinitiative klagen linke Studierende über die Auslieferung des hohen Werts der Freiheit der Wissenschaft an das Kapital, klagen darüber, dass Wissenschaft zur Ware würde und dass das Verwertungsprinzip in die Unis einziehe. Sie haben mit dieser Klage etwas sehr Grundsätzliches verpasst, sehr Grundsätzliches, nämlich das, was Freiheit der Forschung ist und wozu sie taugt. Dazu: Es hat der Staat in der von ihm eingerichteten universitären Forschung dafür gesorgt, dass in der Universität andere Gesetze und Regeln zur Anwendung kommen als in der Wirtschaft. Die Freiheit der universitären Wissenschaft, die Freiheit von Forschung und Lehre, wie es heißt, hat er eingerichtet, indem er den Wissenschaftsbetrieb von der Wirtschaft und ihren Anforderungen getrennt und das heißt auch nach eigenen Gesetzen organisiert hat. Und diese eigenen Gesetze heißen, es wird den Forschern genau jene Freiheit gelassen, beziehungsweise die Bedingungen für ihre Wahrnehmung geschaffen, die für wissenschaftliches Arbeiten nun einmal zu gelten haben, egal ob die Resultate falsch oder richtig sind. Forschung, und zwar jede, hat sich, das ist die Absicht dieser Trennung, nach dem Gegenstand, den sich die Forscher auswählen, den sie erkunden wollen, und nach der Methode, die sie dabei anwenden, dem Stand der Wissenschaft und den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens zu unterwerfen. Es zählt, das ist der Witz an der Freiheit der Forschung, es zählt nur der Erkenntnisfortschritt, wie er im Kopf des Forschers entsteht, der unplanbare Erkenntnisfortschritt. Der ist gesichert, egal wie lange es für ihn braucht, egal wie viel Um- und Irrwege er einschließt, egal wie viel an Aufwand aller Art diese Forschung benötigt. Die Trennung der Wissenschaft von den Anwendungsbereichen in Politik und Ökonomie ist identisch mit dem Beschluss, dieses den Forschern zu überlassen und die Voraussetzungen dafür zu setzen. Eure Forschung ist euer Ding nach Gegenstand und Verfahren. Es schließt übrigens auch noch was
Drittes ein oder was Zweites ein, dass der Staat die Wissenschaftler vom Druck befreit hat, sich neben der Forschung noch wie jeder andere Mensch, der arbeiten muss, getrennt um einen gesicherten Lebensunterhalt zu kümmern, beziehungsweise sich darum zu kümmern, ihn gar noch bei dem Dienstherrn durchzusetzen. Das ist nicht nötig, das weiß man, das sind oder waren Beamte, die haben ihren Lebensunterhalt im wahrsten Sinne des Wortes als Lebensunterhalt gesichert. So, in dieser Einrichtung, und das ist Freiheit der Forschung und Lehre, haben universitäre Forschungseinrichtungen bisher ihren Dienst getan und die Wissenschaft hier vorangebracht. Das hat, wie die Kritiker meinen, nichts zu tun mit einer Abkopplung der Universität von den Zwecken der kapitalistischen Gesellschaft. Damit hat es nichts zu tun. Das behaupten die Verwertungskritiker. Die sagen, mit dem Einbruch von Drittmittel und Elite sei allererst so etwas wie ein von außen kommender, moralisch ausgesprochen böser Zweck in die Universität eingetreten. Die von den Anwendungsbereichen in Politik und Ökonomie getrennte Organisation der Forschung, die ist es gerade mit der darin steckenden Freiheit in Sachen Gegenstand und Methode für die Forschung, die bisher den Standort vorangebracht hat. Mit der institutionellen Trennung von der universitären Forschung und ihren Anwendungsbereichen ist nämlich zugleich festgeschrieben, das ist die andere Seite der Wissenschaftsfreiheit, darf man nicht vernachlässigen, ist nämlich zugleich festgeschrieben, dass die Wissenschaftler die Zwecke, denen ihre Forschungsresultate danach dienstbar gemacht werden, nichts angeht. In sie haben sie sich dann, das ist die Kehrseite ihrer Freiheit, dieser Trennung, haben sie sich nichts einzumischen. Das geht sie nichts an. Sie haben sich ganz dem Gegenstand ihrer Erkenntnis und dem Verfahren hinzugeben. Das ist übrigens der ganze Inhalt dessen, was man in der Universität immer Wertefreiheitsdebatte nennt. Das soll so ein ethisch hochwertiges Postulat sein. Und das heißt, über die Verwendung der Forschungsresultate für Geschäftserfolg und politischen Machtausbau entscheiden allemal nicht die Forscher, sondern die Anwender. Man muss sich nur erinnern, wie ich vorher am Anfang gesagt habe, dass Forschung und Entwicklungsresultate es überhaupt nur zur praktischen Anwendung, zur praktischen Umsetzung in naturwissenschaftliche oder Sozialtechnologie bringen, wenn sich ein geschäftliches oder politisches Interesse ihrer bemächtigt. Sonst eben nicht. Sonst bleiben diese Sachen, wie heißt es, graue Theorie. Erst kapitalistisches Interesse macht aus Forschungsresultaten praktisch anwendbares Zeug. Und das eben nur, wenn sie als, ich habe es gesagt, exklusive Geschäfts- und Machtmittel taugen. Das war so, das ist so und das bleibt so. Den kommerziellen und den politischen Zugriff auf die Resultate der Universitätsforschung, also den Übergang von der Forschung zur Anwendung ihrer Resultate, hat der Staat nämlich ganz getrennt. Für sich und nochmal extra geregelt mit ganz eigenen Einrichtungen, die ebenfalls zum nationalen Wissenschaftsbetrieb dazugehören, die aber sehr häufig wenig beachtet werden. Und dazu gehört es, dass der Staat mit eigenen Einrichtungen erstens ein freies Publikationswesen für wissenschaftliche Arbeiten einrichtet und schützt. Fachzeitschriften, er macht Publikationsvorschriften für Doktorarbeiten, er überlegt jetzt, wie das Internet geregelt werden muss, damit das Internet nutzbar ist für die Publikation von Forschungsergebnissen, das ist dieser sogenannte EU Open Access. Publikationen, über die sich dann die Anwendungsinteressenten informieren können, aber auch die Kollegen der Universitäten sich informieren können über den Stand der Wissenschaft. Zweitens richtet er, das folgt aus dem ersten fast, zusätzlich ein Patentrecht und ein Urheberrecht ein, das sicherstellt,
dass die zur Anwendungsreife gelangten Forschungsresultate, also den Übergang von der sogenannten Grundlagenforschung zur Technologie hinter sich haben, dass die auch tatsächlich exklusiv genutzt werden können. Exklusiv genutzt werden können und dass der Urheber entsprechend gewürdigt wird, siehe die damaligen Ausführungen zum geistigen Eigentum. Und noch was Drittes. Richt hat der Staat eingerichtet, was diesen Übergang von der universitären Forschung zur Anwendung regelt. Er hat nämlich neben den Universitäten immer schon eine Fülle weiterer staatlicher Forschungseinrichtungen eingerichtet, die sich nur diesem Übergang von der sehr allgemeinen, das Wort Grundlagenforschung mag ich nicht, aber es ist ja wurscht, von der Grundlagenforschung zur Technologie, das ist ja auch dann die nächste Abteilung von Wissenschaft, Technologie ist ja Ingenieurswissenschaft, vornehmen und die sich dann dem Übergang von der Entwicklung von Technologie zu Techniken widmen. Da gibt es die bekannten Einrichtungen, ich habe sie schon mal genannt, wie Max-Planck-Gesellschaften, Fraunhofer-Institute, die zahlreichen Leibniz-Institute, die fleißig mit den Abnehmern aus Staat und Kapital zusammenarbeiten. Zusätzlich hat der Staat, auch das ist vielleicht nicht so ganz bekannt, für fast jedes seiner Ministerien ganz eigene Forschungseinrichtungen geschaffen, die auftragsgemäß unter Nutzung der Forschungsresultate der Universität zu ermitteln haben, was das Ministerium gerade politisch interessiert, wie hoch muss das Existenzminimum sein, damit das Volk noch arbeitsfähig wird, bei welchem Schadensfall müssen wir spätestens Lebensmittel verbieten, wo wird ein von einer Fabrik angerichteter Schadensfall prekär für die Volksgesundheit und so weiter und so fort. Allein das Verteidigungsministerium, das ist das Größte, was diese zusätzlich eingerichteten Forschungsabteilungen anbelangt, hat eine Fülle von Einrichtungen, für jede Waffengattung mindestens eine, für Strategie, Logistik, Wehrmedizin, lauter gesonderte Forschungsabteilungen, die immer rückgreifen auf das entsprechende Wissen der Universitäten. Das Ganze ist der Zusammenhang, der staatlich eingerichtete Zusammenhang von universitärer Forschung und ihrer Regelung der, jetzt sage ich es mal formell, der Überwindung der Trennung, die erstmal nützlich war für die Grundlagenforschung, für die Entwicklung der Grundlagenforschung selber, durch die Schaffung von Einrichtungen der eben genannten Art. So wird der getrennte universitäre Wissenschaftsbetrieb für Geschäft und Macht institutionalisiert und mit dieser staatlichen Sicherstellung eines freien Wissenschaftsbetriebs und der staatlichen Sicherstellung einer staatsnützlichen Übergabe der Resultate zur Anwendung hat es Deutschland bisher zu der nationalen Macht und Größe, zu den Geschäftsmitteln und Konkurrenzmitteln gebracht, die jetzt den Führern dieser Gesellschaft als defizitär erscheinen. Den Kritikern fällt nun auf, dass sich daran heute, an dieser Einrichtung heute, ein bisschen was geändert hat. Und das stimmt ja auch. Nur was hat sich geändert und welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Geändert hat sich, das ist daran festzumachen, diese Drittmittelforschung und die Einrichtung der Exzellenzinitiativen. Ihr Fehler besteht darin, dass Sie allein daran, an diesen Novitäten, und allererst daran festmachen die Instrumentalisierung von Wissenschaft für kapitalistische und Staatszwecke. Es fällt Ihnen was Richtiges auf, dies aber völlig falsch. Aus der Uni in den Unis und überhaupt nur dort so organisierten Abtrennung der Produktion von Wissen, die überhaupt nur so zur Anwendung kommt, wie ich gerade gesagt habe, ziehen Sie den Fehlschluss, dass es deswegen dem Staat als neutralem Schutzorgan zukäme, die zweckfreie Wissenschaft guten Zwecken zuzuführen. Das ist Ihr Fehler. Die Wissenschaft also vor den bösen Zwecken der Gesellschaft, dem bösen Kapital zu schützen und über den Einsatz der Forschung und Entwicklung für gute Zwecke zu befinden. Freiheit der Wissenschaft
setzen sie mit Freiheit der Zwecke gleich, denen die Wissenschaft sich immer schon dienstbar gemacht hat und für die sie immer schon in dieser Weise eingerichtet worden ist. Die Trennung der Universität von den Anwendungsbereichen ist dann, so kann man es formulieren, nichts anderes als der bisher sehr erfolgreich eingesetzte Modus der systematischen Unterordnung und der Zwecke von Macht und Kommerz. Mit der Drittmittelforschung, die es Wissenschaftlern gebietet, sich mit der Angabe der Kapitalnützlichkeit ihrer Forschung für alle Anwender universitäre Geldquellen zu sichern, erst da sehen die Kritiker den sogenannten Sündenfall der zweckfreien Wissenschaft unter die Verwertungsinteressen des Kapitals. Und sie lassen sich in ihrer idealistischen Konstruktion auch nicht dadurch irritieren, dass es der zum Neutrum erklärten Staat selber ist, der genau das eingerichtet hat, nämlich Drittmittelforschung und Exzellenzinitiative, dem sie diesen Sündenfall anlassen. Allerdings, soweit der Fehler von denen. Allerdings muss man sagen, dass sich für die Spitzenforscher mit der Konkurrenz um Aufnahme in die Exzellenzinitiative schon was ändert. Nur eben der Zweck ihres Wirkens nicht. Der Zweck ihres Wirkens war schon immer: haltet euch an eure Gegenstände, an eure Forschung. Die Anwendung für Kapital und Staat ist nicht euer Bier, das übernehmen wir. Wahre Spitzenforschung heute, mit der die am Anfang genannten Schlachten gewonnen werden sollen, auf dem Weltmarkt gewonnen werden sollen, haben sich, und das ist das Neue, nun von vornherein ihrer Nützlichkeit zu versichern, ihre Nützlichkeit für diese Schlachten unter Beweis zu stellen. Das heißt, sie haben sich von vornherein, bevor sie anfangen, einer Prüfung ihrer Anliegen durch die potenziellen politischen und ökonomischen Anwender zu öffnen, wie gesagt, vor Beginn der Forschung, oder gleich nur Sachen zur Erforschung, die aus Aufträgen von Wirtschaft und Staatsstellen kommt, wenn sie denn Geldquellen erschließen wollen, wenn sie denn das Prädikat gesellschaftlich nützliche Forschung haben wollen. Dabei ist, um das nochmal zu sagen, keinem Wissenschaftler der Gedanke der Nützlichkeit seiner Forschung fremd. Schon immer wollten sie und wollen sie in allen Bereichen nützlich sein. Und sei es auch nur, dass sie als Inhalt ihres Nutzens angeben, dass sie zum Fortschritt der Erkenntnis beitragen. Das ist ja was. Also nicht nur solche idealistischen Konstruktionen des Nutzens erfinden wie Wohlstand, Fortschritt, Friede und so weiter. Jetzt aber bekommen sie durch diese Einrichtung der Exzellenzinitiative politisch den Maßstab für das, was Nutzen ist, vorgesetzt. Und, wie man feststellen kann, gibt es keinen Aufstand dagegen, sondern im Gegenteil, sie haben überhaupt kein Problem damit. Sie akkommodieren sich diesen neuen Konkurrenzgesichtspunkten. Nützlichkeit für Standort, na klar, was denn sonst? Das aber ist nichts anderes, als dass sie den Zweck, dem Wissenschaft immer schon zu dienen hat und immer schon gedient hat, jetzt zusätzlich in die Bestimmung ihres Forschungsgegenstandes hineinnehmen müssen. Das ist die Differenz. Es ist nicht mehr so, dass die Wissenschaftler frei vor sich hin forschen, nach ihren wissenschaftlichen Interessen, nach ihren Spezialgebieten, und dann balgen sich um die Resultate in der angesprochenen Weise die anwendungsinteressierten Einrichtungen von Staat und Privatkapital, sondern die Nützlichkeit fürs Geschäft als Geschäftsmittel, Konkurrenzmittel und Standort
Ressource, sollen der Ausgangspunkt dieser universitären Spitzenforschung sein. Das will die Exzellenzinitiative endgültig durchsetzen. Natürlich, das Zentrum der Freiheit von Wissenschaft, von Forschung und Lehre, dass die Wissenschaft, wenn sie erstmal einen Gegenstand gefasst hat, sich ganz dem Gang ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis verpflichtet sehen muss. Dass die Denkwege, sich dem Gegenstand ganz frei zuzuordnen haben, nach der Logik des wissenschaftlichen Vorgehens, das bleibt. Also was nach Auftragsvergabe als Wissenschaft abläuft, das hat sich dann wie gehabt zunächst einmal von den Interessen, denen der Gegenstand nützlich ist, zu verabschieden, der Gegenstand des Geldgebers nützlich ist. Auch die Auftragsforschung ist Forschung, die nur nach ihren eigenen Gesetzen zu folgen hat. Dies ist schlicht eine vom System und damit von den Interessen unabhängige Forschung, Notwendigkeit jeder Wissenschaft, der anwendungsorientierten genauso wie der Grundlagenforschung. Im Gang der Forschung hat sie notwendig, frei zu sein vom Interesse und Zweck des Auftraggebers. Und das heißt übrigens was. Das heißt was? Das heißt Folgendes. Da die Requirierung von Drittmitteln beziehungsweise da die Bewerbung um Auszeichnung durch die Exzellenzinitiative als Konkurrenz der Forschung um diese außeruniversitären Geldtöpfe abläuft. Das heißt, die Zeit vorbei ist, wo man vor sich hin forschen konnte und einen fest verfügbaren Etat über Jahrzehnte hatte. Da die Zeit vorbei ist, stellt sich nun für die Forscher ein neuer Widerspruch ein. Die Bewerbung um Gelder, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, hat vor Beginn der Forschung mit einem zwangsläufig noch ungesicherten Resultat, nämlich der Nützlichkeit für den Auftraggeber, aufzuwarten. Forschung für sich, ich erinnere an das Argument von vorhin, das ist der Witz, ist unkalkulierbar in der Frage der Zeitdauer, in der Frage der Mittel und ob überhaupt ein gewünschtes Resultat rauskommt. In diesem Fall hat die Bewerbung davon auszugehen, dass auf jeden Fall die Nützlichkeit für den Auftraggeber gesichert ist. Geld gibt es, wenn der private oder staatliche Sponsor vom zu erwartenden Nutzen überzeugt ist. Und dieser zu erwartende Nutzen vom Geldgeber, vor allen Dingen vom Kapital her, hat mehrere Bestimmungen und die heißen was für die Forschung. Erstens muss das Resultat überhaupt brauchbar sein fürs Geschäft, ja, das ist der Ausgangspunkt. Zweitens nicht zu viel kosten, also eine kostenmäßige Beschränkung eines Forschungsvorgangs, der sich eigentlich gegen diese Beschränkung sträubt. Und drittens muss er möglichst schnell verfügbar sein. Das heißt, auf jeden Fall verfügbar sein, bevor die Konkurrenz diesem Geldgeber zuvorkommt. Und das sind alles Anforderungen, die der Logik der Forschung widersprechen, die aber geltend gemacht werden, denen alle Wissenschaftler, die sich um dieses Geld prügeln, in irgendeiner Weise Rechnung tragen müssen. Und das heißt für viele, dass sie, wie heißt es so schön, schon zu Methoden, zu sachfremden Methoden greifen, zu Täuschung über bereits gelaufene Projekte, dass sie Erwartungen an Ergebnisse als gesicherte Ergebnisse vorgeben, dass sie Zeit- und Geldpläne ohne wissenschaftliche Absicherung vorlegen, ihren Mitarbeitern sowieso Stress machen und so weiter und so fort. Mein letzter Punkt. Was ich immer meine Frage sehen, zu der einen Sache da, was du da sagtest, mit der Übergang von staatlichen Organisationen, der Übergang von unmittelbaren Zusammenschluss von Wissenschaft und ihrer gesellschaftlichen
sprich Kapitalsnützlichkeit. Ne, das kriege ich deswegen nicht auf die Reihe, weil es ist doch praktisch die Unterordnung der Betätigung des Geistes unter dem, was als Auftragsforschung daherkommt. Deswegen ist mir nicht klar, wie das zu vereinbaren liegt, gleichzeitig damit, dass der Wissenschaftler gleichzeitig oder dass das bleiben würde, so wie es auch schon organisiert war, gleichzeitig der Logik seines Gegenstandes, also die Allgemeinheit der Ermittlung der Notwendigkeit seines Gegenstandes Es kann sein, dass was eine Sache nicht klar geworden ist. Dann nehme ich deiner Frage. Was ich zentral darstellen wollte, ist die klassische Organisation des universitären Wissenschaftsbetriebes erstmal getrennt von den Anwendungsbereichen mit der darin enthaltenen Freisetzung der Wissenschaftler nach Gegenstand und Methode ihr Zeug zu machen, mit dem umgekehrten Ausschluss der Wissenschaftler über die Zweckbestimmung der Anwendung mitzubefinden. Diese Trennung, jetzt sage ich mal ein bisschen vorsichtig, die Aufhebung dieser Trennung organisiert der Staat selber klassischerweise durch die drei genannten Punkte: Publikationswesen, Patentrecht und seine eigenen technologischen Institute. Dieses Verhältnis ändert sich natürlich, und da glaube ich, war eine Unklarheit, dieses Verhältnis ändert sich natürlich mit der Umgestaltung des gesamten Wissenschaftsbetriebes durch Drittmittelforschung und Exzellenzinitiative. Das heißt, die getrennte Organisation der Anwendung von der Forschung der Universität, getrennte Organisation der Anwendung, gibt es so nicht mehr. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in dem zweiten Kriterium für die Auswahl der Exzellenzinitiative, von denen geradezu gefordert worden ist, dass sie mit den anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen Leibniz, MPG, Fraunhofer und so weiter zusammenarbeiten müssen. Das heißt also, in doppelter Hinsicht hat sich dieses Verhältnis geändert. Erstens werden ihnen die Zwecke ihrer Forschung von den Geldgebern der einen oder anderen Sorte vorgegeben. Und damit wird zugleich geregelt, dass auch die Trennung der Forschung von dem Anwendungsbetrieb nicht mehr aufrechterhalten wird. Was aber immer noch als Kern der Freiheit der Forschung bleibt, egal ob der Zweck der Forschung vorgegeben worden ist, die Sache als Auftragsforschung organisiert ist oder nicht, heißt, sie muss den Gang der Forschung selber, sie muss ihren naturwissenschaftlichen oder sonstigen Gesetzmäßigkeiten folgen. Und die heißen immer, das Nachdenken braucht seine Zeit, braucht seine Mittel, braucht seine Bedingungen und kann für Resultate nicht garantieren. Das ist so und das bleibt so. Und das war akzeptiert in der klassischen Universität, ist in der Grundlagenforschung immer noch akzeptiert, kollidiert aber jetzt mit den Ansprüchen der Geldgeber, vor allen Dingen denen von der Kapitalseite. Dann merkt man aber an der Stelle auch mal, wie wenig heilig dieses billige Ding mit der Freiheit der Wissenschaft eigentlich ist. Es taugt gar nicht dafür, einen großen Wert dran zu hängen. Da sagt der Staat in seiner Gesellschaft, die er haben will, im Kapitalismus, muss er glattweg als Staat dafür tätig werden, dass gewisse Sachnotwendigkeiten des Nachdenkens bei ihm gehen, damit die anderen das nutzen können. Eigentlich ist es gar nicht viel mehr. Man muss die Forschung
nach ihren Sachgesetzlichkeiten laufen lassen, damit ihre Resultate welche sind, die bei mir etablierten Geschäftsinteressenten und politischen Interessenten dann überhaupt gebrauchen können. Also ich sagte das deswegen, weil du sagst, ich habe das so rausgehört, du fragst dich, bildet sich nicht dieses Anwendungsorientierte dann ins Nachdenken über die Dinge ein? Ja, auch die Übergänge gibt es, das ist das Angedeutete mit den korrupten Anträgen. Ja. Aber denk's mal andersrum, es ist so einfach eigentlich. Natürlich darf man im Forschungsprojekt Marum nicht einfach einen Unsinn über die Küstenabhänge rauskriegen, damit es schnell geht. Wenn es doch um so etwas Interessantes geht, dass der Staat wissen will, wie fest sind seine Küstenabhänge. Das muss dann schon stimmen, der Festigkeitstest. Also das bleibt. Aber wirklich mehr ist eigentlich an dieser wunderbaren Freiheit der Wissenschaft gar nicht dran. Nie gewesen. Und das bleibt auch. Das ist wirklich eine instrumentelle Notwendigkeit, die von den Kritikern zu einem Wert erklärt werden. Ja. Die bei Freiheit sowieso immer leuchtende Augen kriegen und das Instrumentelle von bürgerlicher Freiheit halt nicht begriffen haben. Ich mache nochmal eben meinen Schluss, dann können wir weiter diskutieren. In meinem Schluss habe ich versprochen, will ich nochmal ein bisschen kurz eingehen auf das, was sozusagen in der Überschrift programmatisch angedeutet ist, Wissenschaft als Waffe in der Standortkonkurrenz. In späteren Geschichtsbüchern, meine ich, wird als die Leistung der deutschen Sozialdemokratie unter Schröder als Führer der rot-grünen Regierung wahrscheinlich Folgendes festgehalten werden. Erstens, seine große Leistung war die Schaffung von Elite-Universitäten neuen Typs und die darin angehängte Neusortierung des gesamten Wissenschaftsbetriebs. Zweitens, seine zweite große Leistung, die Abschaffung der Gleichsetzung von Studium und Eintrittskarte in die Elite, also der gesamte Bologna-Prozess mit Master und Bachelor. Und die dritte große Leistung, die später mal ihm zuzurechnen sein wird, ist die Etablierung des europaweit erfolgreichsten Niedriglohnsektors. Lauter typisch sozialdemokratische Leistungen, Elite-Unis, Kurzstudium, Niedriglohn. Aber all das passt hübsch zusammen. Allerdings nur unter einem Gesichtspunkt, der das Tun der Politiker nicht erst seit gestern bestimmt, nämlich dann, wenn sie ihre Politik als Mittel der Standortkonkurrenz bestimmen. Ich habe bislang in meinem Vortrag so ein bisschen leger und salopp immer von Standort und Standortkonkurrenz geredet. Ich will ein paar Argumente nachtragen, was dies eigentlich heißt, was man dabei eigentlich denken muss, wenn von Standort geredet wird. Standort ist nicht der geografische Punkt, bestimmt nach Längen- und Breitengrad, das ist es nicht. Er trifft schon die Rede eines Verteidigungsministers etwas, wenn er ankündigt, Standorte zu schließen. Was meint er dann damit? Da meint er, dass ein eingezäuntes Gelände mit Kaserne, Übungsplätzen, Waffenlager und so weiter, kurz dieses Gelände eingerichtet ist, sodass auf ihm ein einziger Zweck gilt. Ein einziger Zweck, alles bestimmt, was auf diesem Gelände, diesem gezäunten Gelände läuft. Schaffung und Sicherung von Verteidigungsbereitschaft. Jeder andere Zweck, was weiß ich, Disco, Museumsbesuche, Fasching, Bundesliga und so weiter, haben auf diesem Standort nichts zu suchen. Dieser Vergleich trifft natürlich schon ein bisschen. Ja.
etwas. Standort heißt, damit ist die Gesellschaft, also Land und alles, was auf ihm steht, und alle Leute definiert, ökonomisch definiert. Das heißt, nicht als deren Lebensraum, in dem sie treiben können, was sie wollen, den sie für sich möglichst befriedigend einrichten. Standort heißt, alle lebensentscheidenden Einrichtungen, die sich auf diesem Gelände, diesem gezäunten Gelände in den Grenzen von befinden, werden zugerichtet als Mittel für die Konkurrenz gegen andere Standorte, die genauso beschaffen sind, die ihren Laden genauso sehen und die genau dasselbe wollen. Das heißt, das ganze Leben in der Gesellschaft ist in der Tat unter dem Gesichtspunkt Standort und Standortkonkurrenz unter diesen einen Zweck subsumiert und wird entsprechend zugerichtet. Wenn man von der Gesellschaft als Standort richtet, dann meint man dieses Kampfprogramm gegen konkurrierende Mächte, die das Zeug haben, sich ebenfalls als Standort zu bezeichnen. Und deswegen wird auch alles, was es in der Gesellschaft so gibt, Bildung, Wissenschaft, Binnenmarkt, Lohngefüge, Sozialstaat, Finanzmarkt, Infrastruktur, Steuerpolitik, Staatsschulden und so weiter, aber auch innere Sicherheit und politische Stabilität werden zu Standortfaktoren einer gleichen politischen Betrachtung und Prüfung unterzogen. Sie sind dann darin gleich, dass sie alle Standortfaktoren sind, nicht was sie für die Leute sein könnten, vielleicht sogar sein sollten, ist dann von Interesse, sondern das, was sie hinsichtlich ihrer Funktion für die Standortkonkurrenz taugen. Alle Standortfaktoren haben dann die Bedeutung einer Standortressource, die ausgeschöpft werden muss für die Standortkonkurrenz. Da gibt dann ein Lohngefüge nicht Auskunft darüber, mit welchen Geldmitteln, mit welchen knappen Geldmitteln Leute hier ihr Leben bestreiten müssen, sondern Auskunft darüber, welche Kostenbelastung der Lohn im Vergleich zum Lohn anderer Standorte darstellt. Da gibt der aktuelle Sozialstaat als Ressource nicht Auskunft darüber, dass kein hier verdienter Lohn ausreicht, um ein Leben ohne Arbeit zu finanzieren, sondern Auskunft darüber, welche Lohnnebenkosten den Betrieb belasten und wie sich eine Arbeitskraftreserve per Erpressung zur Lohnsenkung einsetzen lässt. Natürlich auch alles wieder im Vergleich. Da gibt die Steuerpolitik nicht Auskunft darüber, dass kein Verdienst ungeschröpft davonkommt, sondern interessiert allein hinsichtlich der vergleichsweisen Belastung von Umsatz und Gewinn. Und schließlich interessiert an der inneren Sicherheit allein, inwieweit per Gesetz und Gewalt das Privateigentum hierzulande geschützt, der Geldverkehr durchgesetzt und das Lohnarbeiten zur einzigen, von keiner Kritik oder Gegenwehr angekränkelten Organisation bestritten wird, sondern als die Lebensform für Leute ohne Privateigentum ausgemacht. So, das ist Standortpolitik. Das ist das, was unter dem Begriff Standort mit Land und Leuten gemacht wird. Der sozialdemokratische Dreischritt, den ich am Anfang genannt hatte, Umbau des universitären Wissenschaftssektors per Exzellenzinitiative, Bologna-Prozess mit Bachelor und Master und Agenda 2010 mit dem Niedriglohnsektor stehen gerade mustergültig für diese Subsumption der Gesellschaft unter die Logik der Standortkonkurrenz. Alle drei sind Standortressource. Die staatliche Wissenschaftspolitik, die jetzt subsumiert unter die Exzellenzinitiative von vornherein, das habe ich ja durchgeführt, ist nichts anderes als die Instrumentalisierung von Wissenschaft als Spitzenforschung für Siege in der Standortkonkurrenz. Und mit dem ebenfalls von Schröder in seiner Regierung angestoßenen Bologna-Prozess
werden auf der einen Seite große Teile des universitären Studiums entwertet. Die Massen, die dort studieren als Bachelor, werden als günstige und billigere Arbeitskräfte eingesetzt. Und zugleich ist das die Sortierung, der Sortierungsprozess, über den der Nachwuchs für die Spitzenforschung eingeleitet wird. Und dass schließlich aus kapitalnützlichem Wissen überhaupt Wachstum wird. Dafür braucht das Kapital schließlich billige und flexible Arbeit. Und dafür sorgt die von der Schröder-Regierung durchgesetzte, von der Merkel-Regierung begeistert aufgegriffene politische Volksverarmung namens Reform des Sozialstaats mit der Schaffung eines Niedriglohnsektors, der verhindern soll, dass deutsche Kapitalisten in Niedriglohnländer auswandern, wo sie doch einen Niedriglohnsektor vor der eigenen Haustür haben. So werden Wissenschaft, Bildung und Lohnarbeit als Standortfaktoren bestimmt und als Standortressourcen neu justiert und ausgeschöpft. Okay, das war's. Habe ich zu viel versprochen? Bitte. In der Kürze alles. Also da kann man also sagen, dass das dass immer schon Kriterium dessen, was der Staat an seine Wissenschaftsbetrieb da angelegt hat, immer schon war die deren Staat Kapitalnützlichkeit und das die Scheidung dessen geht, wie wir das früher, teilweise auch noch heute, organisiert als Trennung dieser geistigen Betätigung von ihrer Anwendung, wo er jetzt den Übergang macht, beides unmittelbar zusammenzuschließen. Halt. Geistige Betätigung und Er hat eigentlich keine Frage gestellt, sondern gefragt, ob er Folgendes richtig verstanden hätte, dass immer schon die Organisation des universitären Wissenschaftsbetriebs ihren Zweck in der Bedienung der Anwendungen durch Kapital und Staat gehabt hätte, dass aber das, was mit der Trennung der universitären Forschung von der Anwendung als getrennte Organisation der Anwendungsformen organisiert war, jetzt durch den Umbau des Wissenschaftsbetriebs eine neue Gestalt bekommen hat, weil eben das Anwendungsinteresse gleich in die Forschung mit hineingenommen wird und dadurch die getrennte Organisation der Anwendung keine Rolle spielt mehr. Das war, dem gebe ich recht. Das finde ich okay. Bis auf eine ganze Kleinigkeit. Du hast gesagt, immer schon, so hast du angefangen, immer schon war der Zweck der universitären Forschung, nennen wir sie Grundlagenforschung, die Bedienung der Interessen von Staat und Kapital. Ich würde den Gedanken noch eine Stufe weiter drehen, noch eine Stufe radikaler formulieren. Ich habe es vorhin mal so gedacht, es ist überhaupt nicht denkbar in dieser Gesellschaft, dass ein Stück neuer Erkenntnis praktisch wird, wenn nicht Kapital oder Staat ein Interesse daran haben. Stellt euch das mal vor, da erfindet irgend so ein universitärer Daniel Düsentrieb irgendetwas, das mag vielleicht ganz witzig und nützlich sein und kein Mensch interessiert sich dafür. Er sagt, oh, das ist aber wahnsinnig nützlich für die Menschheit. Diesen Gedanken kann er sich an den Hut stecken, weil hierzulande die gesellschaftliche Nützlichkeit mit der Vergabe von Geld durch die Anwendungsinteressen bestimmt ist und durch sonst nichts. Und übrigens die ganzen Garagenfirmen, ne, die sind keine Widerlegung davon, also die Apples und so weiter. Die haben, als das Kapital gemerkt hat, da ist was zu holen,
haben sie die promotet bis dorthin aus. Da floss sofort das Geld. Aber ich muss mal sagen, ist das nicht eine relative Logik, dass das so läuft? Also diese ganzen Geschichten, die Sie erzählt haben, sind eigentlich nur logisch. Deswegen habe ich es auch als Logik erzählt. Ich würde gerne mal fragen, welche Alternativen können wir uns mal vorstellen, in der Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft, weil wir eine Vergangenheit in dieser Form schon haben. Wenn Sie sagen, und dem stimme ich zu, das hat seine kapitalistische Logik, dann folgt daraus eins. Jede Überlegung, wie man mit Wissenschaft vernünftig umgeht, also tatsächlich, was ich in Erinnerung an dieses, an den Vortrag über das geistige Eigentum kurz gesagt habe, den Witz an Wissenschaft, an Naturwissenschaft, aber auch an anderer als allgemeinnützlicher zur Geltung kommen zu lassen, stößt sich an den Zwecken, die hierzulande herrschen. Mittel fürs Geschäft gegen die Konkurrenz. Das heißt, jede Überlegung, wie Sie sich jetzt verlangen, wird, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, damit konfrontiert, dass ihre Umsetzung sich bricht an den hierzulande mit Macht ausgestatteten gesellschaftlichen Interessen. Das muss man erstmal festhalten. Das muss man erstmal festhalten. Deswegen. Nein. Wissen Sie, wenn es ein Naturgesetz wäre, würde ich hier nicht sitzen. Ich meine nur, es ist ja nicht so, dass es nicht zu verhindern wäre. Das heißt, es ist doch auch so, dass wir damit zu tun haben, das zulassen oder erst nicht zulassen. Das ist auch ein bestimmtes Stückchen von uns selber, was wir gerade erleben und worüber Sie gerade gesprochen haben, in einer Form, als ob das. Ich meine, ich kenne diesen Hintergrund, als ob das jetzt etwas wäre und wir haben keine Alternative dazu. Dieses klang so wie ein Naturgesetz und es wurde eine Abfolge an Logik deutlich, die ich nachvollziehen kann in diesem System. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das weg? Also die Gleichsetzung, die muss ich erstmal zurückweisen, dass man die Logik der kapitalistischen Produktionsweise und der Instrumentalisierung von Wissenschaft und Ausbildung nachzeichnet und sagt, das ist nicht zufällig, das basiert auch nicht auf Versäumnissen von irgendwelchen Menschen, sondern das folgt der Logik dieser Ökonomie. Heißt gerade nicht, dass es ein Naturgesetz ist, gegen das man nichts tun kann, sondern heißt vielmehr umgekehrt. Nur wenn man die Logik begriffen hat, wenn man begriffen hat, dass alle Urteile falsch sind, die ich hier im Laufe meines Vortrages kritisiert habe, das, was die Leute stört, würde an Versäumnissen der Politik liegen. Das, was die Leute stört, würde daran liegen, dass die Interessen der Leute nicht bedacht würden und so weiter. Dann hat man mit dem Nachweis der Logik, das sind keine zufälligen und auch gar keine Versäumnisse, erstmal den Grund zu sagen, ihr liegt falsch. Ihr liegt mit eurer Kritik falsch. Und die Zurückweisung der falschen Kritik ist allemal der erste Schritt, um Leute davon zu überzeugen, das Zeug lässt sich überhaupt nur bewältigen, wenn man sich klar macht, mit wem man es und gegen wen man es zu tun hat. Und um das ein Stückchen weiterzubringen, sitze ich hier und erzähle knapp 2 Stunden was. Es gibt ja dieses Wort Krieg und es gibt dieses Wort Frieden. Und die Frage ist, warum gibt es das und was hat das miteinander zu tun oder gegeneinander? Und wenn wir jetzt über diese Form oder darüber sprechen, wie Sie es gerade gesagt haben, dann haben wir ja einen Widerspruch, der derart eklatant eigentlich ist, dass er ja nur so zu lösen ist. Wir werden wohl nicht über den Kopf hinzukommen in einer Form, wie wir es gerade sehr intellektuell versucht haben, deutlich zu machen. Das ist mein Problem. In erster Linie die Frage, welche Alternativen haben wir tatsächlich, und zwar in der gegenwärtigen Geschichte, praktisch für mich, solange ich lebe, solange ich Nachwuchs habe, etc. Also Vergangenheit, was haben wir gelernt, was haben wir 68er sozusagen auf die Reihe gebracht, sind die 68er nicht diejenigen, die gerade das jetzt alles machen, was wir nicht
und so weiter. Also, das sind so die Fragen, die ich dann habe. Also wenn ich Ihren Hinweis mit Krieg und Frieden richtig verstanden habe, dann steigt er in die Debatte an einem Punkt ein, der mindestens 7 Wenns zur Grundlage hat. 7 Wenns, die erstmal abgehakt sind. Wenn das gelaufen ist, wenn das gelaufen ist, wenn das gelaufen ist, wenn ganz viele Leute begriffen haben, worum es hier geht, wenn die sich alle organisiert haben und begriffen haben, dass es nicht zufällig ist, dann hat man es zu tun, jetzt Krieg und Frieden ist ein bisschen hochgegriffen, hat man es zu tun mit einer enorm ausgerüsteten Macht, die sich nicht einfach vom Ruder wegbuxieren lässt. Das stimmt. Bloß wissen Sie, ich arbeite am ersten Wenn. Ich fange ganz vorne an, beim ersten Wenn, die Voraussetzung. Und das ist das, was anderes kann ich gar nicht empfehlen. Die Voraussetzung, um die nächsten Wenns zu realisieren, heißt, man muss die falschen Urteile über das, was die Leute hier ärgert im Bereich von Wissenschaft und Ausbildung und noch mehr im Bereich der Lohnarbeit, die falschen Urteile über das, was sie ärgert, was sie schädigt, die muss man angreifen und ihnen versuchen klarzumachen, lieben Leute, das sind keine Zufälligkeiten. Das hat, wie Sie am Anfang gesagt haben, System und deswegen ist Folgendes notwendig. Das ist der allererste Schritt. Und Sie werden mir oder du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, da ist hierzulande in Deutschland noch so viel zu tun. Ich würde mich auch freuen, wenn ein bisschen mehr Diskussionsbeteiligung wäre ja jetzt. Naja. Gerade der viel zu tun. Aber dass Leute nichts sagen, muss nicht notwendigerweise heißen, dass sie anderer Meinung sind. Es kann auch das Gegenteil der Fall sein. Willst du noch was? Also ich habe eine Frage nochmal. Inwieweit ist es von den Leuten, die forschen, also die in der Wissenschaft sind oder an den Universitäten forschen, realisiert und gibt es? Ja, okay. Also, meine Frage ist, inwieweit ist das, dass jetzt diese Wandlung da ist von Leuten an den Universitäten, die forschen, realisiert und gibt es einen Widerstand, der sich dagegen richtet, dass das Forschen jetzt unter anderen Kriterien zu erfolgen hat. Mit mehr Druck passiert ja auch letztendlich, wo das Kapital ganz klar die Vorgabe gibt, was kommt am Ende raus. So wie, wenn ich es richtig verstanden habe, also gibt es da einen Widerstand? Wird es realisiert, dass da jetzt was passiert nochmal? Ja, es gibt einen. Der Widerstand heißt, man gibt sich ganz viel Mühe, dass man zu denen gehört, die die Forschungsaufträge kriegen. Denn, ja, also diese konstruktive Sicht der Änderung der Dinge, die ist in der Wissenschaft total durchgesetzt. Dass das Leben des Wissenschaftlers, der eine Karriere machen will, ein bisschen härter geworden ist. Dass man sich mehr im Wettbewerb bewähren muss. Das ist dort geläufig, darüber wird auch zwischendurch mal gemault, aber nur um sich aufzuraffen, in dieser Konkurrenz zu was zu kommen. Das zeigt übrigens, dass die Wissenschaftler eigentlich die ganze Zeit mit der Selbstverständlichkeit unterwegs sind, ein ganz ungetrübtes Verhältnis auch schon vor der Reform dazu gehabt haben, dass es vollkommen in Ordnung geht, dass sie dafür da sind, nützliche Resultate für die Gesellschaft, in der sie leben, zu produzieren und sich einfach im Prinzip erstmal unzuständig, damit aber auch zufrieden in der Frage zu erklären, für welche Gesellschaft eigentlich liefern sie da eigentlich dauernd ihren Krams ab. Die verhalten sich übrigens, weil du das gesagt hast, sage ich dir mal ein Stichwort, da merkt man, wogegen man alles anrennen muss. Die verhalten sich zu diesem Verhältnis von Forschung und Anwendung wie zu, das ist doch wohl das Natürlichste von der Welt. Die erklären dieses Verhältnis von Wissenschaft und kapitalistischer Profitmacherei zu so etwas wie einer ganz normalen Arbeitsteilung. Sie sind fürs Tüfteln zuständig, die anderen sind für die Wirtschaft zuständig, dann gibt es noch die Abteilung Politik und Herrschaft, die sind auch für was zuständig. Da mal
die Frage aufzuwerfen, und welche Zwecke verfolgen die eigentlich? Wofür wird denn geherrscht? Was ist denn das für eine Wirtschaft, in der es um die Vermehrung von Eigentum gemessen in Geld geht? Und wie kommt dann überhaupt das Forschen zum Einsatz? Ja, das ist ein Spaltpilz in diese Vorstellung von wir arbeiten Hand in Hand und bringen vorwärts das Land. Und so war es auch gemeint. Ist klar, ne? Es sei ein Ja war ein Nein, mit dem er angefangen hat. Ja, es gibt da Aufgeregtheit, also es gibt da Aufgeregtheit des Widerstands, aber die ist total konstruktiv. Ja, wenn die Konkurrenz härter wird, sagen die, muss man sie aufstellen und sie bestehen. Das Nein heißt, ich bin in der Konkurrenz zu kurz gekommen. Ja. Unverschämtheit. Übrigens, die Antwort Nein heißt, kann man dem Umstand entnehmen, dass wir hier sitzen. Ja. Dass nicht die Universität, der universitäre Widerstand sagt, kommt her, verbreitet euer Zeug und wir machen groß Fetz da draus. Ich habe nicht nochmal eine Frage, du hast gesagt, du arbeitest halt an den ersten Wenn, also an diesen kleinen Prozessen, hast du den, diesen Vortrag, den du heute gehalten hast, auch immer vor den Wissenschaftlern mal umgehalten. Haben die dafür wenn Zeit? Nein. Wenn die mich einladen würden, würde ich es sofort tun. Aber ich habe das Gefühl, dass die was anderes zu tun haben. Wenn man sich, man muss einfach mal ins Internet gehen und diese Marum-Seite aufschlagen. Und dann gibt es ein Video, in dem 4, 5 verschiedene Wissenschaftler von dem Marum aus ihrer Forschung berichten. Ganz freundliche Menschen. Und die lächeln dabei und erzählen, dass sie die Welt voranbringen. Und das ist so nützlich. Da kommt in keinem einzigen Punkt, das was er gesagt hat, die Frage, welchen gesellschaftlichen Zwecken eigentlich ihr naturwissenschaftliches Wirken taugt. Das taucht in keinem Punkt auf. Und ich kenne aus anderen Debatten mit Wissenschaftlern, dass der Einwand, wenn ich diesen Zusammenhang herstelle, das ist das, was ihr forscht, jetzt überlegt doch mal, wozu das taugt, dann kriege ich sofort einen Hinweis gemacht, oder habe ich sofort gekriegt, du verlässt das Ethos der Wissenschaft, jetzt hast du nicht mehr wertfrei geredet. Also, ich muss mal sagen, ich studiere Geowissenschaften und ich kann dir ja mal dann so fragen wahrscheinlich. Also, ich habe jetzt schon mal machen. Okay. Was hat er denn Schluss gemacht? Er studiert Geowissenschaften. Dann stellt mal die Frage. Okay. Zu welchem Thema? Entschuldigung. Ja. Weil es gibt nämlich auch Wissenschaftler, die stellen sich auf den Standpunkt, die wären dafür zuständig. Ja, genau. Für die Wirkung, die Anwendung ihrer Wissenschaft hat. Mit sehr wenigen Ausnahmen kenne ich dabei eigentlich nur die Fassung, dass sie sich aus ihrer Wissenschaft heraus zu Experten für die gesellschaftlichen, für die negativen gesellschaftlichen Wirkungen ihrer Anwendung stark machen und dafür plädieren, dass doch die Politik sich dafür einsetzen soll, diese negativen Wirkungen zu verhindern, zu bekämpfen, zu minimieren oder was auch immer. Und dann hat man es mit dem eigentümlichen Phänomen zu tun, dass Wissenschaftler, die auf ihrem Fachgebiet absolut senkrecht denken, Schlüsse ziehen, richtig und verkehrt unterscheiden können und einem Sachen erzählen, auf die man selber nie gekommen wäre. In dem Moment, wo sie anfangen, über die Sphäre der Politik nachzudenken, seltsamerweise diesen Standpunkt verlassen und sich stattdessen auf den Standpunkt des Staatsbürgers begeben, der sich die Frage stellt, gibt es nicht in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen in der politischen Klasse auch Kräfte, die man für einen alternativen und besseren und menschenfreundlicheren Einsatz unserer wissenschaftlichen Ergebnisse gewinnen kann. Und das ist die Art von Kritik, die ich aus Wissenschaftlerkreisen an diesem Zusammenhang kenne. Und die finde ich nicht besser als das, was Sie damit kritisieren wollen. Ja.
Es gibt noch eine zweite Variante, neben der, die du genannt hast, dass sie sich wirklich verantwortlich fühlen für die Ergebnisse. Das ist die Variante, wo sie fürchterlich erschrecken über das, was mit ihrem Zeug angestellt wird. Das ist dieser berühmte Oppenheimer-Effekt, der mit seinen Bombenversuchen wirklich nur was ganz Friedliches machen wollte, nur auf einmal gemerkt hat, da sind ja ein paar hunderttausend Menschen umgekommen. Und dann die Schlussfolgerung geht dann genauso, wie Margret gesagt hat. Das kann doch nicht wahr sein, dass unser Staat nicht verhindert, dass unsere gute, nützliche Forschung für so böse Sachen eingesetzt wird. Ansonsten muss man ja schon sagen, also wegen der Unzuständigkeit, die meisten dieser Wissenschaftler sind ja kreuzfroh, wenn sie zu irgendwelchen politischen Konferenzen als Experten eingeladen werden und gehört werden, zu den wissenschaftlich-technischen Grundlagen des politischen Beschlusses und bilden sich dann tatsächlich ein Stück weit ein, dass das, was sie rausgekriegt haben, das Konsens für die politischen Entscheidungen wäre. Und kriegen gar nicht mit, dass es genau umgekehrt ist. Ja. Was meinst du mit, dass es genau umgekehrt ist? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Entschuldigung, kannst du das nochmal ausführen oder jemand anders, der es verstanden hat? Kannst du es mal wiederholen? Was ist mit umgekehrt? Hast du mit deinem... Umgekehrt. Ausgeben, was Naturwissenschaftler rauskriegen über die Beschaffenheit des norwegischen Schelfs, folgt nicht, was die Politik macht, wenn sie sich entscheidet, den Abbau von Methan in der Nordsee zu genehmigen oder nicht. Geht ja übrigens auch gar nicht, weil die Kriterien, nach denen die Politik das entscheidet, ja auch gar nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern aus der Frage, das nennt sich dann, das ist ja auch eine Forschungsrichtung, Risikofolgenabschätzung. Auch ein Forschungszweig. Der hat es dann damit zu tun, wie gefährlich ist das und können wir uns das leisten? Und wie teuer wird es, wenn wir es sicherer machen als weniger? Und nützt das unserer Volkswirtschaft oder nicht so sehr? Ja, auf solche Fragen kann man natürlich Antworten geben, obwohl sie alle unsinnig sind. Aber das ist die Art und Weise, wie das entschieden wird, nämlich, wie Frank am Anfang ausgeführt hat, unter den Gesichtspunkten der nationalen Energiegewinnung und wie gesagt deren Kosten und Risiken und dafür liefert die Wissenschaft dann, wenn man so will, tatsächlich die erkenntnismäßige Grundlage, als sie was über die Beschaffenheit der Materie sagt. Aber aus diesen Aussagen folgt nie an irgendein politischer Beschluss. Das wollte ich damit sagen. Woraus der folgt, der Frage nachzugehen, erklären sich diese Leute für unzuständig. Aber wenn die Politik sie hört, liegt in ihrer Logik eigentlich schon vor, es kann keine schlechte Gesellschaft sein, wo wir gehört werden. Das ist, eigentlich stehen die immer für diese Sozialkunde-Unwahrheit gerade. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Ich wollte mal eben auf deine Sache zurückkommen. Gibt es Widerstand? Für den Lehrkörper kann man ohne Übertreibung sagen, ein Widerstand, der sich vernünftig auf die Zwecke kritisch bezieht, gibt es nicht. Da gilt die Ausführung von Jonas. Ärgerlicherweise muss man feststellen, dass aber auch innerhalb der Studierendenschaft dieser Widerstand, den es gibt, sich auf diese 3 bis 4 Punkte konzentriert, die ich vorgetragen habe. Also falsche Kritik ist und alles, was daraus folgt, falscher Widerstand ist. Leider. Und ich hoffe, dass, ich weiß nicht, ob vom Aster welche da sind, die alle 3 bzw. 4 Punkte in ihren Interviews immer runter erzählen, ob die begriffen haben, was das für ein Quatsch ist. Wenn da welche vom Aster da sind, dann, und die es auch nochmal nachher irgendwie diskutieren wollen, sollen sich melden. Dann kann man auch in der Uni nochmal eine Veranstaltung vom Aster aus dazu machen. Das fände ich ja viel besser.
Das ist wirklich seltsam. Also diese, zum Beispiel dieses mit die Lehre kommt zu kurz. Was, da liegt eine derartige vorurteilsmäßige Logik vor. Kaum wird das Studium gekürzt, heißt der Schrei aus der Studentenschaft, es gibt nichts Schöneres als Lehre. Und das kommt übrigens ohne jedes Argument darüber aus, was da gelernt und gelehrt wird. Aus der Verkürzung schließen die, dass das, was kürzer ist, was unheimlich Wertvolles sein muss. Großartig. Das folgt einer Logik. Jede neue Reform, die kritisiert wird, ist die Verhimmelung der vorangegangenen Reform, die Sie auch kritisiert haben. Ja, das ist das, was du, wo du einfach mal vorhin so frech gesagt hast, die sind zutiefst konservativ. Ja. Das andere die andere Frage kommt auch nicht auf. Warte mal, vielleicht, wenn die Lehre auch kürzer gemacht werden kann von denen, die sie organisieren, wäre das für mich mal ein Anlass, darüber nachzudenken, wofür ist sie denn da? Das kommt denen nicht in den Blick. Da wird man ja ermitteln, ja, was heute Abend ein Argument war, wenn man sich mal anschaut, wofür ist die Lehre da? Nämlich auch Köpfe so auszubilden und zu sortieren, wie die Anwendungsinteressen in dieser Gesellschaft eben Leute brauchen. Ja, dafür geht es vielleicht wirklich kürzer. Vielleicht sogar dadurch, wie die immer sagen, effizienter. Aber das müsste man doch erstmal verfolgen, statt zu sagen, kürzer ist schlechter. Könnte man diesen Aspekt, diesen Punkt, der jetzt hier bei der Universität ist, würde ich auch noch erweitern. Also zu dem Argument, wenn jemand sagt, hier ist kürzer, dann muss das ja was, ist was in Gefahr, wenn so gesagt wird, also wir haben ein Recht auf Bildung. Und da wird dann die Bildung als per se etwas Positives eingeklagt, also zum Beispiel in Schulen oder sonst wo. Ja. Und die Frage, auf was haben wir da ein Recht, ist offenbar dafür unwichtig. Auch die Frage, warum hat man das eigentlich als Recht? Das wäre doch auch mal eine interessante Frage. Und dass wir ein Recht haben und die vor 150 Jahren das Recht nicht hatten, das ist schon gut. Ja. Da muss man nicht mehr fragen. Ich weiß nicht, ich glaube sehr wohl, dass sich die da unter was vorstellen. Wir sind nämlich der Meinung, dass die Schulbildung wieder ein Mittel für ihre zukünftige Konkurrenz ist. Und deshalb haben sie kein Recht auf Bildung. Die sagen da nichts darüber aus, was der Inhalt der Bildung ist. Aber dass sie Bildung brauchen für die Konkurrenz, ist ihnen völlig klar. So übersetzen sie. Das ist schon so, aber dann muss man sie doch zumindest mal darauf stoßen, dass in ihrer Gedankenkonstruktion ein gewisser Widerspruch drinsteckt. Wenn Sie nämlich ohnehin schon daran denken, dass die ganze Ausbilderei von Ihnen ein Karrieremittel ist, damit Sie in der Konkurrenz sich bewähren und irgendwie zu was kommen, dann sollen Sie sich eigentlich nicht darüber beschweren, dass die Ausbildung selber auch schon so ist. Oder Sie stehen halt mal vor der Frage, diesen Zusammenhang sich vorzuführen. Ja, ich finde es richtig, was du sagst. Diese durchgesetzte Selbstverständlichkeit, Bildung, so wie sie in der allgemeinbildenden Schule und danach angeboten wird, ist ein Mittel, mit dem ich das ich brauche, um später in der Konkurrenz was zu werden. Was das alles unterstellt, das unterstellt ein Ja zur Konkurrenz. Zu dem gesellschaftlichen, das ganze Leben bestimmenden Kampfprogramm gegen alle anderen, die dasselbe wollen. Kein Mensch fragt danach, was eigentlich Konkurrenz ist. Es unterstellt
was diese Konkurrenz bereits als Ausbildungsprogramm leistet. Dabei könnte man ja wirklich. Das unterstellt ja vor allem, dass nicht alle die Bildung haben. Sonst ist ja kein Konkurrenzmittel. Also wenn man sich freut, dass man selber gebildet ist, dann auch hauptsächlich deswegen, weil man sich freut, dass man dann mehr Chancen hat als die anderen Dödel. Also Recht auf Bildung ist ja nicht, ist das Gegenteil von alle sollen gebildet werden. Darauf könnte man übrigens auch schon allein dadurch kommen, das geht auf das, was Jonas eben sagte, was ist denn das Recht? Das ist ein merkwürdiges Recht, das kann man nämlich gar nicht ablehnen. Kann ich sagen, nein, danke, für mich bitte nicht. Na, wenn die sich das Verhältnis mal klar machen würden, wie sie selber denken, dann würden sie sogar darauf stoßen, was das eigentlich für ein Recht ist. Wenn Sie schon denken, Ihre Ausbilderei hat seinen ganzen Zweck und auch von Ihrem Standpunkt aus gebilligt, Ihr Kriterium da drin, sich in der beruflichen Konkurrenz irgendwie zu bewähren, dann wäre doch der Rückschluss der, ach dafür, dass ich in diese Gesellschaft eintrete, kriege ich vom Staat überhaupt das Recht, mich dafür zurechtzumachen und schon dafür im Vorfeld zu bewähren. Da hätten Sie was rausgekriegt. Und jetzt hatten Sie recht.